Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur 11. Runde des Joinen Talks, der ersten originären Gesprächsrunde Brandenburgs. Bitte schalten Sie Ihre Handys aus und machen Sie keine Fotos und Videos von dieser Veranstaltung. Begrüßen Sie nun Ihren Moderator Jens-Uwe Hoffmann. Danke. Am Klavier, meine Damen und Herren, das erste Mal eine junge Frau, die Solo-Repetitorin, es wird noch schlimmer, Ioana Ismiridi. Dankeschön. Ja, der Zungenbrecher gleich am Anfang. Ans Vaterland, ans Teure, schließ dich an. Das halte fest mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Mit diesem Zitat von Friedrich Schiller, meine Damen und Herren, begrüße ich Sie heute an diesem denkwürdigen 17. November des Jahres 2016 zum inzwischen 11. Scheunentalk in der dritten Spielzeit. Totgeglaubte leben länger, da kommen wir heute später nochmal drauf. Ja, und ich begrüße ganz besonders herzlich, vorhin habe ich geguckt, wo die Promis sitzen, jetzt wird es etwas schwierig, unseren Altoberbürgermeister Frank Szymanski, da sitzt er. Und ich möchte auch ganz besonders begrüßen und mich bedanken bei Wieland Eschenburg, viele kennen ihn noch aus seiner Cottbuser Zeit, der das Auftreten unseres heutigen Stargastes quasi möglich gemacht hat. Und ich begrüße auch den Vorsitzenden unserer Stadtverordnetenversammlung, auch wenn ich ihn sonst schon als Sportler begrüßt habe, Rainer Drogler. Ja, also Sie sehen, heute müssen wir es zugeben, SPD-Veranstaltung, wird man mich wieder kritisieren, aber hier findet das statt, was unter die mich und uns unterstützen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe nicht umsonst mit diesem etwas ernsten Zitat von Friedrich Schiller begonnen. Was wollte Friedrich Schiller in seinem Wilhelm Tell-Uraufführung 1804, richtig, Martin? Ja, kurz vor seinem Tod. Was wollte er seinen Zeitgenossen in Deutschland und in Europa damit sagen? Ich denke, er will ihnen, wollte ihnen eine Orientierung geben, einen Ratschlag, eine einfache Antwort. Die Zeiten damals waren grausam in Europa. Ein verrückter Diktator eroberte ganz Europa und das auch noch im Auftrag angeblich einer Revolution. Einfache Antworten, meine Damen und Herren, einfache Antworten scheinen heute verpönt zu sein. Teilweise vielleicht sogar schon verboten. Und jetzt ist was passiert. Also, ich habe alles neu geschrieben. Vorige Woche hat was stattgefunden. Nämlich einer dieser einfache Antworten gebenden sogenannten Rechtspopulisten ist zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden, gewählt worden. Und da ist es etwas schwer. Wir tun uns im Augenblick alle schwer, uns zu sortieren. Alle sind, wir haben das gerade mit unserem heutigen Gast schon besprochen, alle sind aufgeregt. Es gibt stündlich neue Nachrichten. Also ich musste hier ständig alles verändern. Es gibt auch jetzt wieder eine ganz neue Nachricht, die werden wir heute besprechen. Die hat uns erst gerade erreicht. Aber was mich ein bisschen traurig gemacht hat, war die Reaktion in Berlin und in vielen Mainstream-Medien, die dann doch an Niveau verloren hatte und man flüchtete sich in Schockzustände und in Verschwörungstheorien, die sonst nur von der anderen Seite kommen. Das war ganz interessant, aber wie gesagt, teilweise niveaulos.
und den Vogel abgeschossen hat, dann immerhin Focus Online und NTV, also nicht irgendwelche, und das auch noch über 3 Tage, dass man eine schon 1997 verstorbene bulgarische Wahrsagerin quasi ausgegraben hat, die vorausgesagt hat, und da wird es dann gar nicht mehr lustig, dass Donald Trump vor Amtsantritt sterben wird. Also ich fand es nicht zum Lachen, und dann hat man noch andere Propheten bemüht, die sagten, wenn er denn das gesund erlebt, dann gibt es danach sofort ein Amtsenthebungsverfahren. Und die andere Verschwörungstheorie war, und das ist ja heute fast Hauptthema am heutigen Abend, die Russen waren es. Putin hat das alles gemanagt. Ich glaube nicht daran, meine Damen und Herren. Ich fand es nur traurig, welches Niveau besonders in den ersten 48 Stunden nach der Wahl dann durch Deutschland geisterte, und zwar durch Deutschland. Also ist mir nicht bekannt aus Paris oder London und auch schon gar nicht aus Moskau. Und deswegen werden wir uns natürlich diesen brandaktuellen Themen heute zuwenden. Ich habe das mal an der Frage zusammengefasst, ging uns zuerst die Toleranz verloren und jetzt eventuell noch die Demokratie. Wir bleiben da aber optimistisch, und insofern freue ich mich auf unseren heutigen Stargast, der einer der Prädestinierten für all diese Themen ist. Umweltaktivist, Umweltminister, Oberbürgermeister, Ministerpräsident Deichgraf, BER-Aufsichtsrat. Der Diplom-Ingenieur für biomedizinische Kybernetik gehört zu den buntesten Politikern des Landes. 1953 in Potsdam geboren, war er in der DDR zuerst Umweltaktivist und dann Minister unter Modrow. Nach der Wende erst Umweltminister bei Bündnis 90, dann der Wechsel zur SPD. 2002 als Ministerpräsident Brandenburgs gewählt, löste er 2009 mit der ersten rot-roten Koalition Diskussionen aus. 2005 wird er als SPD-Bundesvorsitzender mit 99,4% der Stimmen gewählt. Besser schnitt nur der legendäre Kurt Schumacher ab. Matthias Platzeck musste aus gesundheitlichen Gründen seine weitere politische Karriere abbrechen. Seit 2014 ist er Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Ja, meine Damen und Herren, begrüßen Sie einen, der nicht oder nicht mehr zum Establishment gehört, einen Ur-Brandenburger, den... Das muss ich noch sagen, Herr Platzeck. Ja, meine Damen und Herren, danke. Zeit zum Mitsingen haben wir heute nicht, aber eins... Früher wurde dabei noch aufgestanden. Er kam etwas zu zeitig. Er kam etwas zu zeitig. Eins wollte ich unbedingt sagen, ich begrüße heute nicht einen Altministerpräsidenten, ich begrüße heute den Ministerpräsidenten der Herzen, meine Damen und Herren, Matthias Platzeck. Danke. Danke. Ja, Platzeck, die Zeiten sind stürmisch, den wenden wir uns heute übrigens, meine Damen und Herren, in 2x45 Minuten. Und schauen Sie auf die Uhr, wie wir das hinkriegen. Also eine Pause ist doch wieder eingeplant. Aber wir wollen ja, wie Sie das schon kennen oder unser Stammpublikum kennt, uns vor allen Dingen auch der Persönlichkeit unserer Gäste zuwenden. Und da haben wir heute ja etwas mehr Zeit als sonst. Und deswegen drehen wir mal die Geschichte zurück nach Potsdam in Ihre Jugendzeit. Mhm. Und da habe ich eine schöne Frage, Herr Platzeck. Wie und wo haben Sie in der DDR gelitten? Weil ich habe da nur so Politiker kennengelernt, die haben unwahrscheinlich gelitten in der DDR. Ich glaube, wie war das bei Ihnen? Die Flasche ist kaputt hier. gar nicht. Ich sage ganz klar, ist kein Glas drin, also auf dem Glas sitze ich. Habe ich den Eindruck, ja. Ich habe nicht gelitten. Ich habe in einem sehr liebevollen und andererseits sehr konservativen Elternhaus gelebt. Meine Mutter war Pfarrerstochter, mein Vater
hat an einem katholischen Krankenhaus gearbeitet. Ich glaube, mehr ging in der DDR nicht in dieser Richtung. Und gelitten habe ich manchmal nur ein bisschen, wenn ich Sport aktuell gucken wollte, Fußball, und bei uns zu Hause, das war anders als woanders, war Ostfernsehen verboten, weil mein Vater gesagt hat, das kommt mir hier nicht auf den Fernseher. Sie hatten gar keinen Fernseher zu Hause? Wir hatten einen Fernseher, aber ich durfte nicht Sport aktuell gucken. Und Bundesliga hat mich nicht interessiert. Und das war so ein bisschen das Thema. Sowas gab es halt. Aber ansonsten hatte ich kurz und knapp zusammengefasst eine wunderschöne Kindheit. Kann man nicht anders sagen. Das freut uns. Mit allerhand politischem Streit in späteren Jahren, weil ich wurde dann eher röter und meine Eltern waren wie schon geschildert. Und das hat dann für viel Gesprächsstoff gesorgt. Also ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass Sie, also dass das Elternhaus so konservativ war, dass Sie in einer gewissen Opposition zu Ihrem Elternhaus dann sich sehr nach links bewegten. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das ist auch normal. Also wenn Eltern so gepolt sind und man wird 12, 13, 14, ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion, dass man dann was anderes will. Und ich wollte, dass meine erste kleine Liebelei, meine erste Freundin war auch von einer völlig anderen Hausnummer da, also politisch. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir uns... Welche Hausnummer war das? Na, deren Vater war DDR-Botschafter in Afrika und das war nun das blanke Gegenteil von meinem Elternhaus. Und ich würde jetzt nicht sagen, Liebe macht blind, überhaupt nicht. Ich fühlte mich sehr aufgeklärt und sehr politisch klar. Ich war auch an einer sehr guten Schule, muss ich auch noch dazu sagen. Das war so eine Mathematik-Spezialschule, die gab es ja in jedem Bezirk. Und waren exzellente Bedingungen übrigens. Bin ich manchmal später im Amt daran erinnert worden, dass dort wir hatten Klassenstärken von 20 und in Hauptfächern nur 10 Schüler. Das war schon, das hat mich später immer wieder verfolgt, wenn dann die Debatten waren um Ausstattungen der Schulen. So, und dann hat das zu Hause öfter gekracht. Ich bin meinem Vater bis heute sehr dankbar, meine Eltern sind beide tot, dass er ganz viel Geduld mit mir hatte. Er hatte unheimlich viel Geduld. Und er hat immer gesagt, du wirst schon noch vernünftig werden. Und hat das dann auch noch erlebt. Aber das hat dann manchmal, naja, hat dann so eine Kulminationspunkte gefunden, wie er am 21., das werde ich nie vergessen, das war so die Phase, wo wir uns richtig gefetzt haben. Am 21. August 1968, da hatten die Russen gerade Prag besetzt, ne? Das war der Morgen. Und er musste früh ins Krankenhaus, wir hatten Ferien, ich schlief noch, er riss die Tür zu meinem Zimmer auf, hatte früh Nachrichten gehört und sagte, mach mal das Radio an, damit du mitkriegst, was deine Kommunisten gerade anrichten in Prag. Also als ob ich verantwortlich wäre für den Einmarsch da. Ja. So war es halt, aber das hat sich am Ende... Es hat mir geholfen, mir ein Weltbild zu bilden, weil wir sehr viel diskutiert haben. Und ich glaube, er ist dadurch auch ein bisschen vernünftiger geworden. Denke ich mal. Aber Sie waren ja, was dann später Ihre Mitgliedschaft oder auch Ihre Funktion in der SPD betraf, doch so ein bisschen erblich vorbelastet, ja? Habe ich das richtig notiert? Ja, wiederum nun auch durch meinen Vater und seinen Vater und seinen Großvater, mein Urgroßvater hat in Nordhausen die SPD gegründet, aus der Zigarrenarbeitergewerkschaft heraus. Mein Großvater, vor dem ich ganz viel Respekt hatte, väterlicherseits, hat unter Adolf Hitler ist er entlassen worden, 12 Jahre arbeitslos. Meine Großmutter musste sogar eine Weile ins Konzentrationslager. Dann hat er nach 45 wieder angefangen, es war wieder in Thüringen in der SPD und hat sich dann, weil er ein sehr gerader Charakter war, später wieder mit Ulbricht überworfen und ist dann wieder das raus. Das war bestimmt nicht schwer. Ja, und das hat uns als Kinder, also ich war ja damals 10, 12 Jahre, er hatte dann irgendeinen runden Geburtstag, er lebte in Nordhausen und zu diesem runden Geburtstag waren wir natürlich da und dann klingelt es draußen und da standen Leute mit einem großen Präsentkorb. Die Bezirksleitung der SED wollte sich mit ihm versöhnen, weil ein runder Geburtstag und so. Und dann hat meine Oma ging an die Tür und sagte dann, wer da ist. Und dann sagte er, lass die nicht rein, Ulbrichts Leute kommen hier nicht rein. Und da haben wir als Kinder gedacht, erstens haben wir gedacht, er wird gleich verhaftet. Und zweitens haben wir gedacht, oh, Opa ist doch ein richtig steiler Typ. Also, dass der sich sowas traut, ne? Das hat
Und das prägt einen alles ganz schön und deshalb ist da wahrscheinlich genetisch bei mir ein bisschen was Sozialdemokratisches drin. Das ist wobei, dann, wobei, wenn man an die Gründung der SED 1946 denkt, steckt der SPD auch am Anfang zumindest in der SED. Ja, das hat er SED auch noch mitgemacht. Bis war er dann, das Stichwort Otto Grotewohl. Bis er dann das mitgekriegt hat. Die Generation. Genau, ja. Das ist genau sein Weg gewesen und er dachte auch, das wird gut, aber... Ich meine, es gibt ja diesen alten schönen Spruch von Walter Ulbricht, auch vor der Vereinigung der beiden Parteien. Genossen, passt auf, es muss alles demokratisch aussehen, aber wir müssen die Zügel fest in der Hand halten. Und das, so ist es ja dann am Ende auch gelaufen. Ne? Das glaube ich gerne, kann man sich gut vorstellen. Insofern hatte Ihr Großvater da sicher in den Zeiten nach 45 auch gewisse Insider-Kenntnisse, wie es da zu dieser Vereinigung kam. Ja, also das wollte ich unbedingt, dass Sie das unserem Publikum erzählen, denn wir wollen ja heute... War nicht außer kaputten Wasserflaschen auch ein Rotwein versprochen? Ja, wo ist der Rotwein? Ja, damit bin ich geködert worden hier. Also. Na gut. Kann sich jemand um den Rotwein für Herrn Platzek kümmern? Ja. Mensch, unser Intendant, dass ich das persönlich noch erleben darf. Martin, ja. Ja, das ist das Schöne bei uns. Wir sind ja hier nicht in der Marke Wilna. Sie kennen ja mein Lieblingswort bei ARD und ZDF, sondern wir sind wirklich live und in Farbe. Mhm. Ich finde das immer klasse. Jetzt kommt das wieder, wenn Maybrit Illner sich Donnerstagabend hinstellt und sagt, live und in Farbe. Aber die Vorschau kam schon am Tag vorher genau mit den Gästen, was sie schon alle erzählt haben. Also wir sind wirklich live und das merken Sie wieder, es kann nicht alles perfekt sein. Der Rotwein ist untergegangen. Ja, ja. Herr Platzek. Melde mich schon. Ja, das ist schön und das macht ja unsere Gäste auch sympathisch. Irgendwann muss ich wahrscheinlich mittrinken. Ich weiß nur nicht, wie das dann ausgeht. Ja, Herr Platzek, worauf ich unbedingt auch und was unsere Gäste sehr mögen, Dinge zu erfahren, die Sie noch nicht von unseren Prominenten, die hier sind, kennen. Und da will ich mal, da haben wir uns ja eigentlich kennengelernt beim Sport, beim Handball. Sie hatten ja auch eine sportliche Karriere in Kindheit und Jugend. Karriere würde ich das nie nennen. Oder Versuche, ja. Und ein Riesenfehler. Oh, schön, danke. Das sollten wir alle genießen. Ja. Merci. Sehr zum Wohl. Danke. Das widerfährt nicht jedem, denke ich mal. Ne? Also, ich habe mit dem Sport hängt einer meiner größten Lebensfehler zusammen. Und ich sage erstmal das Gute: Das wird jeder, der irgendwie mal. Also ich habe Volleyball gespielt und früher Basketball und dann noch Fußball viele Jahre, bis die Bänder alle im Eimer waren. Und das Schöne dabei ist, dass man eine Sozialisation mitkriegt, die man eigentlich nie mehr ablegt. Ich freue mich zum Beispiel überhaupt nicht gern alleine. Also ich kann mich eigentlich gar nicht alleine freuen, sondern müssen immer Leute mit rum sein. Und also wie man so schön neudeutsch sagt, durch Sport wirst du eher so ein Teammensch und nicht so ein Alleiner. Das finde ich das sehr Schöne. Das Doofe war, ich war, als ich an diese Mathe-Schule dann ging, die fing ja schon mit der 7. Klasse an, hatten meine Eltern mir abverlangt, dass ich mich entscheiden musste. Ich war damals in einer Basketballmannschaft, die immerhin bei der Bezirksmeisterschaft schon spielte und habe gleichzeitig Klavier gelernt, war der Einfluss meines Pfarrergroßvaters und habe schon 6 Jahre Klavier gelernt und war so auf der Schwelle, die ersten Tasten einigermaßen gut bedienen zu können. Und dann haben meine Eltern gesagt, wenn du jetzt auf diese Mathe-Schule gehst, entscheide dich entweder Sport oder Klavier, beides geht nicht. Und ich, Blödmann, habe mich für Sport entschieden, habe das Jahrzehnte, eigentlich bis heute kann ich sagen, bereut, weil schon ein paar Jahre später, für Basketball wurde ich viel zu klein, also ich bin da nicht mehr gewachsen und die 1,90 Männer haben einem den Ball weggenommen und als man in das Alter kam, Mädchen beeindrucken zu wollen, wäre es natürlich viel schöner gewesen, Klavier spielen zu können. Und, ja, ist ja so, weil mit dem Basketball, das interessiert Frauen null, ne? Aber man müsste Klavier spielen können, ja, und das habe ich dann wirklich sehr bereut. Das ist mir schiefgegangen. Aber Herr Platzek, mit Verlaub, das hat Ihnen ja Ihre Sympathien bei der Frauenwelt jetzt nicht unbedingt verhagelt. Es gibt verhagelt. Nie was nicht noch besser sein kann. Also mein Lieber. Auch da gab es ja ab und zu, wie das so ist, bei so prominenten Politikern oder anderen Prominenten ein paar Gerüchte. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Na, glaube ich denn nicht. Wir sind hier ein Theater-Event
und müssen versuchen, spektakulär zu bleiben. Ja, Segler habe ich mir aber noch aufgeschrieben. Also doch noch eine Einzelsportart war noch dabei. Nee, ja. Zwei also in einem Segelboot, also mindestens zwei. Also ich habe nicht Einhandsegel gemacht. Ich bin ich bin 1980 Regattasegler geworden. Und zwar im Norden des Landes bei der BSG MVL Schwedt, weil man musste einen Sportverein suchen, der viel Geld hatte. Segeln war schon zu DDR-Zeiten. Ja. Die Boote jedes Wochenende zum Regattaort transportieren und so sehr teuer. Und wer hatte schon damals Geld? Die Ölindustrie und Schwedt hat uns dann genommen. Und das war sehr schön. Das habe ich genau bis 1989 gemacht, dann das Boot in Schuppen getan. Und da ist es inzwischen verrottet. Leider. Schade. War nie mehr drauf. Und das gehört auch zu den Dingen, die ich mir fest vorgenommen habe. Sobald ich aus dem Amt bin, mache ich das wieder. Aber bitte jetzt kommt noch. Kommt noch. Hat noch nicht geklappt, aber es kommt noch. Das sind die Dinge, was will ich noch machen? Das haben wir hier auch ganz nett mit Gregor Gysi mal diskutiert. Der will noch kochen lernen und sowas. Nicht? Das hat er sich noch vorgenommen. Ja. Da muss er ja auch, der lebt im Moment alleine. Ne? Ja, eben. Ja, das ist ja überlebenswichtig. Ich wollte da jetzt nicht weiter, aber ich glaube, ihr versteht euch auch ganz gut. Also muss man ja heute vorsichtig sein. NVA gab es auch, ja. So wie das mein sein musste. Mein Grundwehrdienst gemacht, wie sich's gehört, sage ich mal. Und eine Zeit, die ich mir nicht zurückwünsche, aber da bin ich so ambivalent. Ich sage, auf der einen Seite ist das eigentlich nichts, was einem Leben unbedingt fehlt. Auf der anderen Seite vielleicht doch, weil man also mit 12 anderen Jungs oder mit 11 anderen auf dem Zimmer liegen oder in einem Zelt, wir waren viele in so einem Schießlagern, dann wertschätzt man die Dinge des Lebens am Ende doch ein bisschen mehr, als wenn man diese anderthalb Jahre nicht hatte. Und manchem, heute würde ich vielleicht nicht Armee, aber so andere Dinge mal wünschen, dass die Relationen im Leben wiederhergestellt werden. Und dafür war das ganz gut. Das würde ich dann, ja, die NVA, das wollen wir heute, ist auch nicht nötig. Man wünscht es sich nicht zurück. Mhm. Also da gibt es ja jetzt Nostalgiker, aber ich war richtig dabei und ich bin da absolut kein Nostalgiker. Dann kam was Spektakuläres aus meiner Sicht oder auch aus Sicht vieler anderer. Sie haben Gott sei Dank als späterer Berufspolitiker einen richtigen Beruf erlernt, studiert. Und zwar, ich habe es mir aufschreiben müssen, biomedizinische Kybernetik. Richtig, ja? Und da wollen wir jetzt mehr davon wissen. Biomedizinische Kybernetik. Soll ich anfangen? Ja. Wir müssen sich aber alle mal bequem hinsetzen. Ja. Nee, das ist, also die Studienrichtung hieß biomedizinische Kybernetik und Bionik. Die Grundausrichtung bei mir war in zwei Hauptrichtungen, entweder was in Richtung Historie, also ich wollte auch gerne Historiker werden und so, habe mir das an der Humboldt-Universität angeschaut damals. Also Zeitgeschichte hat mich immer interessiert, aber das war mir, obwohl ich ja ein rotes Grundmuster im Leib habe, das war mir zu sehr zugespitzt nur auf Geschichte der Arbeiterklasse und das war mir einfach zu eng. Und das Zweite war dann, weil man politisch da relativ in Ruhe gelassen wurde, war was komplett Technisches. Und dann war noch dieser Wunsch, der ja bei manchen drin ist, und die Kinder leben das ja heute noch ganz anders aus, dass man dann mal mit 18 richtig weg will, weg von zu Hause und möglichst weit. Und weit hieß in der DDR bis Thüringen, weil viel weiter ging es ja nicht. Und Ilmenau, die Technische Hochschule, war nun hinterm Rennsteig, da war man schon ganz weit weg. Und das hat mir auch viel Freude gemacht und die Fachrichtung kann man ganz kurz beschreiben. Ich sag mal, Bionik erklärt sich von selber, das ist die Wissenschaft von all dem, was die Natur uns vormacht und wir nachmachen. Ob das in der Medizin ist, ob das in der Architektur ist, in der Technik ist. Wir würden heute nicht fliegen, wenn wir den Vögeln nicht zugeschaut hätten, um mal ein einfaches Beispiel zu sagen. Diese Übertragung in unser Leben ist der Gegenstand der Bionik und biomedizinische Kybernetik ist die Lehre vom Messen, Steuern und Regeln von allen möglichen Prozessen, die in der Biomedizin stattfinden. Und eigentlich konntest du danach alles werden, sogar Politiker. Also das ist so eine Richtung, wo du lernst eigentlich dabei in Zusammenhängen denken, sage ich mal ganz
ganz zurückhaltend. Also die Technik im medizinischen Bereich optimal für den Menschen. Alles, was so an der Schnittstelle zwischen Leben und Technik ist, das behandelt dieses Fachgebiet. Oder auch eben Bionik, dann die Gestaltung von Cockpits von Autos oder Flugzeugen. Sag mal, wir haben uns damals mit solchen Dingen schon beschäftigt, wie künstliche Insulinpumpen, also was Menschen auch richtig hilft, ja, wie die angesteuert werden und alles sowas, Herzschrittmacher und solche, das sind die Gegenstände von diesem Studium. Ja, vielen Dank für die kurze Erklärung. Also, ich hätte es auch länger machen können. Aber. Ja, wir haben heute so viel auf dem Zettel. Wir waren uns ja vorher schon einig, da sind wir beide mal gespannt, wie weit wir da kommen. Aber meine Damen und Herren, einen besseren Zeitpunkt bei all dem, was jetzt passiert. Es ist auf jeden Fall nicht mehr langweilig. Ja? Und noch haben sich nicht alle sortiert. Und deswegen können wir mal mit dem Sortieren hier heute anfangen. Ich habe das mit diesem sehr soliden Beruf und mit diesem Studium so ein bisschen hinterhältig erfragt, weil ich dann die nächste Frage hier habe: Sind Sie der letzte Berufspolitiker mit Beruf und Berufserfahrung? Denn da sind wir uns ja schon einig gewesen, da gibt es ja heute andere Überschriften, entweder gar keinen Beruf wie diese, habe ich natürlich vergessen den Namen, diese Bundestagsabgeordnete ihrer Partei, die alles erfunden hatte. Oder es gibt dann, damit wir ausgewogen bleiben, den Herrn Tauber, der auch schon mal hier in Cottbus einen Auftritt hatte. Das ist so für mich der typische Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Also Sie haben einen richtigen Beruf und den haben Sie auch ausgeführt. Und zwar, ich habe mir aufgeschrieben, Krankenhausdirektor. Sie waren ein richtiger Krankenhausdirektor. Mhm. Und wo? In Bad Freienwalde. Aber das war auch eine Kette von Zufällen, wie das manchmal so ist. Wir haben in Karl-Marx-Stadt gelebt, hatten drei kleine Kinder und ich habe da bei der Lufthygiene gearbeitet und die Kinder waren permanent krank, weil in Karl-Marx-Stadt war die Luft so, dass ich mich später nicht gewundert habe, wieso die Stadt früher Ruß-Chemnitz hieß. Ja, und das war, also wenn du 52 Industriebetriebe im Stadtgebiet hast, die alle voll aus dem Schlot was rauspusten, ist das so. Und wir haben ganz nüchtern, wie wahrscheinlich alle Eltern gemacht hätten, wenn die Kinder anfangen zur Bronchitis zu neigen, uns dann umgeschaut nach dem Gegenmodell, nämlich irgendwas weit weg im Grün. Beruf war dabei fast schon Nebensache, sondern wir wollten, dass die Kinder da wieder zu sich kommen. Und dann habe ich Stellenanzeigen in den DDR-Zeitungen studiert und kam dann auf einen Ort, wo ich noch nicht so viele Bezüge früher zu hatte, nämlich Bad Freienwalde. Und die wiederum lagen fast oder liegen ja fast noch an der polnischen Grenze und suchten Personal, weil so viele Leute wollten nicht nach JWD dahin. Und dann bin ich da als relativ junger Mensch, war gerade 30 hin und habe überhaupt nicht damit gerechnet. Habe gesagt, fährst mal alle ab, die sich da so gemeldet haben. Eberswalde war ich auch und Angermünde. Und tauchte in Bad Freienwalde auf und sagte, na, er sucht so jemanden. Das hieß ja damals Direktor für Ökonomie und Technik in den Krankenhäusern. Aber heute, ich bin euch wahrscheinlich, heute würde man Verwaltungsdirektor. Ja, das ist dasselbe in Grün. Und ich habe gesagt, ich bin euch wahrscheinlich zu jung, aber ich würde es machen. Und haben die gesagt, dann mach's. Und dann fährst du erstmal nach Hause und überlegst, war das jetzt wirklich so? Weil ein bisschen hast du natürlich Manschetten, ist ja auch klar. Du hast das Krankenhaus. Wie alt waren Sie? 30. Mit 30 dann? Und da waren 800 Mitarbeiter. Heute ist das nicht mehr so, aber damals war es nicht so ungewöhnlich. Also ich kenne das jetzt mal aus meiner Biografie. Für mich schon. Ja? Für mich war es ungewöhnlich, ja. Ja, und dann bin ich dahin und das war auch, wir haben eine Wohnung mitten im Wald gekriegt. Das war das Gegenmodell zur Karl-Marx-Stadt. Ja. Und von daher war schon alles gelaufen und ich habe mich dann sehr gemüht. Das hat mir auch zunehmend Freude gemacht. Es gab dann ein kleines Problem und an dem Problem ist diese schöne Ehe nach einer Weile dann wieder auseinandergegangen. Dann kam die SED-Story, nämlich ein Gespräch mit Kam das Übliche und ich war naiv, weil du hast deine Probezeit, die habe ich überstanden und dann kriegst du einen Vertrag und die waren auch alle wirklich sehr nett. Und dann kam der Parteisekretär, der war der Chefchirurg, mit dem ich mich prima verstanden habe in dem Krankenhaus eigentlich und sagte, jetzt musst du aber springen. Und dann ahnte ich zwar, aber ich habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Du hast die ganze Zeit nichts gesagt, du musst jetzt in die SED, meinte er. Und hat mich da noch getröstet, das würde nicht wehtun, das wäre nicht schlimm. Und nach dem Motto, wir machen hier keinen großen Scherz und wir sind ein Krankenhaus, du musst da nur drinne sein. Ich passe schon auf, dass da nichts passiert. Und man hat ja so seine Prinzipien im Leben und ich habe gesagt, du, ich mache vieles mit,
und habe ja auch eigentlich eine Weltanschauung, die. Aber es gibt Dinge, die würde ich nicht mitmachen. Das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Wie gesagt, das mache ich nicht. Und dann ist er in sich gegangen, dann musste ich nochmal zur Kreisleitung. Die haben auch relativ liebevoll, übrigens werde ich nie vergessen, ihren Peter Stäubesand geraucht. Das fand ich schon, ja, das fand ich schon heftig. Wollen mich überzeugen, in die SED zu gehen und rauchen Westzigaretten. Das fand ich schon ein bisschen steil, aber da war ich vielleicht auch wiederum ein bisschen naiv. Und die haben auch gesagt, so ungefähr, du machst uns nur Ärger, du bist ein Nomenklaturbetrieb, wie das so schön hieß, mit so vielen Leuten. Nomenklaturkader. Genau, du musst da rein. Ja, dann haben wir ein Agreement, ich habe dann auch gemerkt, also sie meinen es ernst, ich habe es auch ernst gemeint und es ging relativ kollegial, weil ich gesagt habe, pass mal auf, dann weiß ich, dass ich hier nicht 20 Jahre bleiben kann, weil das würde nicht gut gehen und sie haben mir Zeit gegeben, dass ich mich in Ruhe umgucken kann woanders. Und eigentlich hat das Schicksal es unheimlich gut gemeint, weil der Zufall wollte es, dass ich in meine Heimatstadt Potsdam zurückkam und das war eigentlich das Ziel meiner Wünsche, aber nach Potsdam war schon zu DDR-Zeiten beliebt und ich hab gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich da eine Stelle finden würde mit einer Wohnung für 5 Leute und so. Und das hat geklappt. Von daher bin ich denen eigentlich sehr dankbar, dass die mich in die Partei haben wollten, weil dadurch ist mein Leben sehr schön geworden dann als später. Da habe ich mir notiert, da gab es auch dann ein Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten da. Mit dem Neuen dann, ja. Ja, was dann wieder, was da aber ganz anders war. Ja. Ja, das war wirklich vielleicht sehr schön, weil das war, da dachte ich, die alte Wunde wird wieder aufgerissen. Du kommst zum Personalgespräch, wie das so ist, zum neuen Chef. Der befragt mich fachlich und was so alles war. Also ich sollte sein Stellvertreter werden für Kommunalhygiene in Potsdam. Also Umwelthygiene hieß das so schön, Boden, Wasser, Luft und Lärm und so weiter. Auch fachlich durchaus passend. Und am Ende des Gesprächs, wir haben uns sehr gut verstanden, ging so eine Stunde, hat er mich gefragt, Platzek, aber wie ist denn mit Partei, SED? Da habe ich gedacht, na, dann bist du wieder am Punkt Null, dann kannst du gleich deine Tasche packen und wieder gehen. Da habe ich gesagt, damit wir gar nicht erst in Schwulitäten kommen, sage ich Ihnen gleich, ich werde da nicht reingehen. Da guckt er mich an und sagt, dann werden wir ein Paar. Und dann habe ich, das wusste ich damals nicht, mitgekriegt, der war in der DDR-CDU und er wollte natürlich auf den Teufel nicht, dass sein Stellvertreter in der SED ist, weil das wäre machttechnisch in so einem Betrieb doof gewesen. Ja. Und als ich gesagt habe, ich gehe da auf jeden Fall nicht rein, war für ihn das total schön und wir haben uns dann, 8 Jahre war ich da. Aber er hat sie nicht missioniert zur CDU? Ja? Nö, das auch nicht. Der war ganz froh, dass ich in keiner Partei war und wir haben uns prima verstanden und das waren 8 richtig schöne Jahre, kann ich nicht anders sagen. In der Hygieneinspektion Potsdam. War das des Bezirkes Potsdam oder der Stadt? Die Stadt Potsdam und da war ich zuständig für alles, was mit Boden, Wasser, Luft und Lärm zusammenhing. Was ja dann durchaus, und dann kommen wir gleich zur nächsten Überschrift, mit Ihrem späteren Leben dann sehr stark verbunden war. Sie haben es praktisch gelernt, Sie haben es ausgeübt. Das ist ja heute, wie gesagt, nicht mehr so verbreitet. Und dann springen wir jetzt mal in die politische Tätigkeit schon zu DDR-Zeiten. Kann man sagen, dass Sie Umwelthygieniker waren? Das hieß so, ja. Ich habe dann auch noch von 83, glaube ich, bis 87, da gab es so ein Zusatzstudium in der DDR, eine Akademie für ärztliche Fortbildung und da kriegte man sogar so einen Abschluss. Und was noch wichtiger war, ehrlicherweise haben wir es deshalb gemacht, 150 Mark mehr Gehalt, wenn man den Abschluss hatte. Das war hinreichend Motivation. Relativ Mehrwert als heute. Das war in der DDR eine Menge Geld. Ja, richtig. Nur ganz kurz zur Vollständigkeit, um das zu streifen, da gibt es so viele Begriffe, die auftauchen, die viele heute nicht mehr kennen. Es gab, da begann Ihre politische Tätigkeit, also das wissen ja viele nicht, schon vor der sogenannten Wende, Grüne Liga, davor Argus, Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung. Habe ich mir aufgeschrieben, ja. Das, genau, nicht Argus, also nicht mit Argus Augen oder sowas, sondern. Und das war aber durchaus, würden Sie sagen, das war so eine Art Lehrzeit oder Vorläufer Ihrer spätigen, richtigen politischen Tätigkeit? Ja, klar. Also ich habe überhaupt in den letzten Jahren der DDR eine Menge gelernt für später, zum Beispiel, dass alles ganz anders werden kann und dass man nicht zu viel glauben soll, sondern immer die Augen aufhaben soll und sehen, dass Unmögliches plötzlich möglich sein kann. Ja. Und dann kam, irgendwo sitzt er hier, Wieland Eschenburg. Ach, er kam ja schon ins Spiel, Wieland. Ja, war da schon im Spiel. Ja, ja. Und zwar,
Wir haben ja so Mitte der 80er Jahre, glaube ich, das ging ganz vielen so. Das wird in Cottbus nicht anders als in Potsdam oder in Rostock oder in Erfurt gewesen sein. Wir waren relativ jung und wir haben überlegt, was passiert jetzt eigentlich, wenn unsere Kinder uns, also wir hatten ja alle noch mehr Kinder, als man heute gemeinhin hat. Und das war ja auch schön. Und wir hatten ein Fernsehprogramm, was die wenigsten interessiert hat. Und deshalb haben wir abends viel zusammengesessen und es gab ja noch die Möglichkeit, eine Flasche Wein unter den Arm zu nehmen und zum Freund zu gehen, ohne anzurufen, weil man sowieso kein, sowieso kein Telefon hatte. Man konnte ja auch gar nicht anrufen. Ne? So, und deshalb saßen wir viel in Küchen rum, haben die Welt natürlich verbessert, verbal, und haben aber dabei übrigens grottenschlechten Wein getrunken, was wir aber wiederum erst 1990 wussten, als wir anderen getrunken haben. Rosenthaler Kadaver. Nee, das, so weit sind wir nie gegangen. Aber Gamsa aus großen 3-Liter-Flaschen, das war für den Kopf auch nicht viel besser, ja, am nächsten Morgen. Aber sei es drum. Und eine der Kernfragen, die sich damals überall stellte, war, was werden die Kinder uns mal in 10, in 2, wenn sie groß sind, fragen? Wir haben ja unsere Eltern auch gefragt, was habt ihr gemacht vor dem Dritten Reich, im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und wir wollten, und daran haben sich leider, sage ich mal heute, rückblickend sehr leider, Freundeskreise zum Teil auch gespalten. Also bei uns war es damals so, dass ein Teil einen Ausreiseantrag gestellt hat, die einfach für sich 86, 87, 88 zu dem Schluss gekommen sind, das wird hier nichts mehr, das geht in die Asche, das geht kaputt. Und wir wollen unsere Kinder hier nicht groß werden lassen. Ein anderer Teil hat gesagt, nee, ich sag mal so das alte Motto, wo ich hingestellt bin, bleibe ich und versuche irgendwas zu machen. Aber wir haben uns auch gesagt, wir wollen unseren Kindern mal Antworten geben. Also nicht die Antwort, wir haben nur zugeguckt. Übrigens, kein Mensch hat, also ich habe zumindest keinen kennengelernt, hat 86, 87, 88 gedacht, dass das irgendwas Schnelles wird. Wir haben uns natürlich auf ganz lange Zeiten eingerichtet natürlich. Und wir wollten einfach nur die Antwort geben können, wir haben ein bisschen was versucht. Und dann, deshalb habe ich eben Wieland gesagt, kam mal Ende 87, war eine, die es ja in der DDR auch schon sehr intensiv gab, der Runden, wo wieder mal sehr viel, es ging in dem Fall um den Zustand von bestimmten Denkmalen in Potsdam, da wurde mal wieder sehr viel gemeckert. Das war ja so eine Zeiterscheinung, dass alle geschimpft haben, gemeckert haben, aber keiner... Der nächste Schritt kam nicht. Die Unzufriedenheit war ja mit Händen zu greifen, weil man konnte ja den Verfall sehen. Und da ist Wieland Eschenburg aufgestanden bei so einer Versammlung und hat gesagt, also wer Lust hat, nicht nur zu meckern, der könnte mal an so und so einem Tag, hat ein Datum genannt, könnten wir uns mal treffen und dann könnten wir mal sehen, ob wir an einem konkreten Projekt mal das Gegenteil machen, nämlich mal was aufbauen, was entstehen lassen, was kaputt geht. Das war das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam, was total Ruine war und der Park ringsherum war Urwald und dann haben wir Anfang 88 mit dem ersten Bürgerverein, sage ich mal, den es in Potsdam, der wirklich von Bürgern gebildet wurde, begonnen. Das war der Pfingstbergverein. Wieland Eschenburg hat den dann über alle Gesellschaftsordnungen hinweg geführt. Heute ist das Belvedere eines der schönsten Schlösser Potsdams, von zehntausenden Menschen jedes Jahr besucht. Die müssen sogar Geld bezahlen und kommen trotzdem. Und es ist einer der schönsten Punkte, den diese Kulturlandschaft hat. Und wir haben dann ein paar Monate später, ein Teil dieser Bürgergruppe hat dann die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und Stadtgestaltung gebildet, die dann noch einen Tick politischer war und sich um Fragen des Umweltschutzes gekümmert hat. Und immerhin hat die Truppe dann bei den ersten Kommunalwahlen im Mai, das ist nicht allen Bürgergruppen so gegönnt gewesen, fast 20% bei den Wahlen bekommen. Und Wieland Eschenburg wurde dann Stadtrat in Potsdam. Und das war eine Wendegeschichte, die eher selten ist, aber trotzdem sehr komprimiert alles schildert, was damals so möglich war. Also im Oktober wollten sie uns noch verhaften. Das Aufenthaltslager bei Belitz war schon fertig gebaut und wenige Wochen später mussten sie dann schon fragen, was sie jetzt machen sollen. So kann es dann manchmal gehen. Ne? Also da geben Sie genau die Richtung vor, die ich weiterführen wollte. Können wir einen kleinen Sprung machen? Es gab in dieser Zeit, wie das so war, das war ja alles Zeitraffer, 89, 90, so werden das viele in Erinnerung haben. Sie saßen dann plötzlich im April 1990, wir müssen das nicht weglassen, ich will nur sagen, wie kam es dazu, als Minister ohne Geschäftsbereich bei dem sogenannten
Modrow, im sogenannten Modrow-Kabinett. Wie, habe ich das richtig aufgeschrieben? Hm? Wie kam es dazu? Fast richtig, ja. Nicht ganz richtig, ist ja egal. Ja. Ich bin an den Runden Tisch gekommen im Dezember, der sich an der DDR gebildet hat. Das war davor, ne? Das, ja, aber das ist, dadurch bin ich... Der gründete sich Ende 89, ne? Ja, im November, Dezember. Und da bin ich hingekommen, weil ich ein Telefon hatte durch meinen Beruf. Weil die suchten jemanden, der die Grüne Liga da vertritt, genau. Und ich sag mal so, die Zufälle bestimmen das Leben. Und hätte ich das Telefon nicht gehabt, wäre ich nicht an den runden Tisch gekommen. Der hatte ein Telefon. Und da hätte mich keiner anrufen können und dann wäre wahrscheinlich auch alles andere nicht passiert. So ist es manchmal. Und dann bin ich an diesem runden Tisch gewesen für die Grüne Liga, die damals der erste DDR-Umweltverband war. Den hatten wir im November gegründet. Und dann fahre ich im Januar zum ersten Mal in den Westen und war in Tutzing. Manche von Ihnen kennen vielleicht den Starnberger See. Traumhaft schön. Und da ist mir was widerfahren, was man im Leben auch nicht zweimal erlebt. Leute wie Willy Brandt und Hans-Dietrich Genscher wollten ein paar junge DDR, Politiker waren wir ja noch nicht, also DDR-Menschen, die aus denen vielleicht mal Politiker werden können, mit so einer Art Schnellbesolung versehen. Nach dem Motto, wie läuft das, wie geht das, wie macht man das? Und ich war von früh bis abends noch fasziniert, weil mein Idol war mein junges Leben lang Willy Brandt. Und den plötzlich da auf der Parkbank zu erleben und Vortrag halten zu hören und anfassen zu können. Und da klingelt dann das Telefon, schon am zweiten oder dritten Tag. Es war einfach traumhaft dort. Es war auch gerade Föhn, es war auch noch warm, selbst zu der Jahreszeit. Und dann wurde ich da ans Hoteltelefon gerufen. Damals gab es ja noch Telefon richtig mit Hörer oder am Stand. Ja. Die Berlin ruft an. Und dann bin ich da ans Telefon gegangen. Dann sagen die, du musst sofort zurückkommen. Du sollst hier Minister werden in Berlin. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin gerade im Westen. Und ich bin im Westen. Bin hier gerade in Tutzing und es ist wunderschön. Und ich meine, das wusste ja auch kein Mensch damals. Man muss das wirklich aus der Zeit sehen. Mit solchen Bezeichnungen konnte man überhaupt nichts anfangen. Also ich wusste ja... Hinter mir stand ein ZDF-Korrespondent, der wartete eigentlich nur auf das Telefon an der Rezeption, die es ja damals, wie gesagt, noch nicht so reichhaltig gab. Der kriegte aber nach einer Weile mit, dass ich da rumzickte und sagte dann, leg mal kurz den Telefonhörer hin. Ich sag dir jetzt mal was, für so einen Anruf arbeitest du im Westen 30 Jahre hart. Du kriegst den einfach so und zickst hier rum. Naja, nimm den Telefonhörer und sag ja. Wenn der das sagt, ich kannte ihn ja aus dem Fernsehen, habe ich ein Telefonhörer genommen und habe ja gesagt. Sie kannten den aber gar nicht. Obrecht Eser war das. Ja, aber Sie ich, kannten ihn nein, nicht, ich kannte nicht ihn nur aus dem Fernsehen, sage ich. Ne? Und, also, ach so, als und dann habe ich als Gesicht, dann habe ich gesagt, der wird schon wissen, was er sagt. Und bin zurückgeflogen und bin am nächsten Tag vereidigt worden in der Volkskammer. Passiert war Folgendes: Hans Modrow hatte Ende Januar gesagt, ich mache nicht weiter. Wer sich erinnert, das war eine Phase, wo in der DDR so Zerfallserscheinungen waren. Viele Einrichtungen fingen an, nicht mehr zu funktionieren, weil viele Leute in den Westen gingen. Sicherheitsfragen wurden schwierig, weil natürlich, darf man nie vergessen, 500.000 Leute hatten Waffen. Man wusste nicht mehr, wie wird das friedlich gehen und, und. Also wir brauchten eine funktionierende Regierung. Und Hans Modrow hat gesagt, ganz apodiktisch, ich mache nur weiter den Minister. Und er war ja hoch anerkannt im Volk. Also damals war es ja eine Rarität, dass Leute Anerkennung hatten. Ne? Ja. Ich mache hier nur weiter, wenn aus den Bürgerbewegungen 6 Leute ins Kabinett kommen, damit die Regierung, sage ich mal, so etwas wie eine breite Verantwortung darstellt. Also er hat ja gesagt, die Regierung der nationalen Verantwortung hieß das dann. Ja, Das war seine Bedingung und so wurden dann eben Leute gesucht und ich war einer. Und am nächsten Tag wurden wir in der Volkskammer vereidigt, was durchaus putzig war, weil da saßen, das war ja noch die alte Volkskammer, wohlgemerkt, ne? Und die mussten nun so eine bärtigen Typen, wie wir ja waren, wir hatten ja damals alle noch so einen Vollbart. Wo ist das Foto? Nee, Gottes Willen, nee, lieber nicht. Haben wir vorbereitet. Der Bart, bitte. Also auf jeden Fall mussten da Leute vereidigt werden vor der Volkskammer, diese vorher nie vereidigt hätten, sage ich mal vorsichtig. Ne? Wir haben das Bild, wie Sie da aussahen damals, aber erzählen Sie weiter. Ach nö, lass weg. Und ich bin dahin und hatte ja also Schlips und Anzug hatte ich noch nicht groß, also vor allen Dingen keinen Schlips. Anzug und hatte einen Pullover an und das war dann sehr fröhlich abends, also es wurde ja damals im DDR-Fernsehen. Da ist er! Ja, du ist aber gut. Der totale Womanizer, würde ich sagen. Und abends rief meine Mutter an
Und ich dachte, das verstehe ich auch, der Erste in einer 500-jährigen Familiengeschichte, der Minister wird. Und was war der erste Satz meiner Mutter? Junge, musste das im Pullover sein? Also, nach dem Motto, was erkläre ich meinen Freundinnen? Hast du nicht mal einen Schlips und so? Da habe ich gedacht, aber so sind Mütter halt. Ne? Das war mein erster Ministerabend. Eine wunderbare Wendegeschichte, eine typische Wendegeschichte. Sie standen ja voll im Geschehen, voll in diesen schnelllebigen Zeit. Wir haben ja das Gleiche schon von Peter Michael Diesel hier gehört. Ihr müsst euch ja damals, Sie müssen sich ja damals kennengelernt haben. Der hatte auch so eine schöne Story. Hat gesagt, du Minister, kann ich überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ja, du musst jetzt aber. Ja. Oder Lothar de Maizière. Dann also über die in der ersten Volkskammer der DDR. Waren Sie eigentlich da als? Soll ich noch eine schöne Anekdote erzählen? Ja, genau. Weil gerade Peter Michael Diesel kommt. Ja, natürlich. Wir haben ja alle im Johanneshof gelebt. Das war so ein DDR-Hotel, manche kennen es noch, wo so Staatsgäste abstiegen in der Mitte, in der Friedrichstraße. Ist inzwischen abgerissen, glaube ich. Und da war natürlich jeden Abend, Holly, also da war was los, weil die Parteivertreter waren alle da aus dem Osten und Westen. Und das war ja im Januar, Februar, war ja die Vorbereitung auf die Volkskammerwahl im März. Parteien vereinigten sich, neue Liaisons wurden gebildet. Es war wüst und es wurde auch... Klar wurde abends dann auch relativ viel getrunken und alles sowas. Und da kam früh zum Frühstück. Die Rotweinrunden soll es ja heute noch geben. Ne? Manche ja, genau. Und da kam früh zum Frühstück, ich sage jetzt mal keinen Namen, ein Parteivertreter runter. Man sah ihm an, dass der Abend schwer war und setzte sich zu uns an den Frühstücktisch und sagte, sagt mir mal, ihr müsst mir mal helfen, haben wir uns gestern mit der FDP vereinigt oder nicht? Das war halt der Status, der damals so üblich war. Ne? Es waren sehr bewegte Zeiten, ja. Bewegte Zeiten, sicher auch schöne Zeiten, die uns alle, Sie vor allen Dingen an vorderster Front geprägt haben. Und um das mal ernsthaft runterzubrechen, viele Bürger, viele Zeitgenossen, viele sitzen auch hier, können froh sein, dass es diese Platzeks und de Maizières und Gysis und Diestels gab. Und das würde man sich ja teilweise heute wünschen, dass damals im Interesse eines größeren Zieles viele, die politisch nicht immer oder überhaupt nicht der gleichen Meinung waren, an einem Strang gezogen haben. Kann man das so sagen? Das kann man, glaube ich, so sagen. Also die Volkskammer, die dann gewählte, hat im wahrsten Sinne des Wortes geackert, muss man wirklich so sagen. Und was ich sehr genossen habe und nie wieder erlebt habe, weil es auch nur, sowas geht nur in Umbruchzeiten, das ist auch für ein politisches System nicht typisch und wird nie wieder kommen, dass man abends dann mal sagen konnte, pass mal auf, das steht vor uns, hier bricht gerade was weg, da bricht gerade was weg. Und dann war es egal, ob es Diesel war, ob es Gysi war, ob wer auch immer es war. Und dann haben wir gesagt, dann versuchen wir das jetzt mal irgendwie zu machen. Und man war praktisch fast rund um die Uhr zusammen. Ja, klar. Diese Volkskammer hat permanent getagt und da sind auch Verbindungen entstanden, auch persönlicher Natur, also gerade die genannten. Ich bin ja mit Lothar de Maizière im Petersburger Dialog, bin mit Gregor Gysi sehr gut. Das zerreißt nicht mehr. Also wer das halbe Jahr miteinander erlebt hat und weil das ein Umbruch war, der war so fundamental, wo man wirklich sagen kann, außer den Jahreszeiten ist nichts gleich geblieben. Ja. Also es war alles anders danach. Ein Pfarrer wurde Verteidigungsminister. Auch. Es gab solche und solche Ereignisse, aber es war vor allen Dingen diese fundamentale Umwälzung. Selbst die Sprache hat sich ja verändert. Ne? Und wenn man das miteinander in irgendeiner Form gut oder schlecht gestaltet hat, dann bleibt da auch was Verbindendes, was einen in diesem Leben zumindest nicht wieder verlässt. Ne? Aber es gab auch einige damalige Zeitgenossen, die saßen in der Volkskammer und hatten ein bisschen die Orientierung verloren. Das soll im Umbruch oft so sein. Da hat einer dann, waren Sie dabei, als er dann alle mit seinen Genossen, die er liebte, die er ja alle liebt? Nee, das war noch knapp davor. Ach so, gut. Also ich meine den Auftritt vom Stasi-Chef, der sagte... Der war aber nicht der Einzige, der die Orientierung verloren hat. Völlig entrüstet war und sagte, aber Genossen, ich liebe euch doch alle. Ne? Das war, ist ja dann so legendär. Das war nicht der Einzige. Dann. Wer war noch so? Nichts Persönliches. Okay. Also diese spannende Zeit mitgestaltet, erfolgreich mitgestaltet und dafür sollten nicht nur die Leute im Ostteil unseres schönen Vaterlandes euch allen
dankbar sein. Übrigens, damit da kein falsches Bild entsteht, will ich nochmal sagen, wir haben ja vorhin von den Küchenrunden erzählt. Also ich war ja bei den Bürgerbewegungen. Wir haben als Ziel damals noch bei der Volkskammerwahl im März 1990 in keinster Weise im Hinterkopf gehabt, das muss man der historischen Wahrheit einfach sagen, deshalb, dass die Vereinigung vor der Tür steht. Wir haben damals als Ziel gehabt, dass die DDR, das war mein Land, das gebe ich auch zu, weil ich hatte kein anderes, es war ein Stück missraten, aber es war mein Land. Und wir wollten dieses Land offener, bunter, demokratischer, zukunftsfähiger machen. Und wir haben noch im März 1990 mit plakatiert, keinen Anschluss unter dieser Nummer. Was hieß, wir wollten keinen einfachen Anschluss, wir wollten einen langsamen Prozess des Zusammenwachsens. Ich weiß, dass das politisch alles hochnaiv war, aber man darf heute nicht vergessen, das war noch so. Ne? Und also eine andere DDR? Wir wollten erst mal eine andere DDR, es ging ja noch die Theorie des dritten Weges und vieles andere. Das war im Prinzip alles ein Stück Blödsinn, das weiß ich heute auch, aber das war so. Und deshalb muss man erst mal auch sehen, dass der Umbruch, der dann bis Oktober kam, so massiv für viele war, das kann man sich heute auf der Zeitachse wirklich kaum noch vorstellen. Tag für Tag war das Land anders. Richtig. Und manchmal hast du gesagt, du kannst nicht 3 Tage mal fehlen, weil dann kriegst du den Anschluss nicht mehr, was hier jetzt gerade politisch passiert. Das war schon eine irre Zeit. Und? Dass das übrigens alles friedlich gelaufen ist, bin ich auch bis heute denen dankbar, bei allem, was ich komme ja nur nicht von der Front, aber die Waffen getragen haben. Ich glaube, das ist ein einzigartiger Prozess, dass ein kleines Land, wo 500.000 Leute unter Waffen stehen, einen Umbruch so friedlich hinbekommt, wie der gelaufen ist. Das ist selten auf dieser Welt. Und da bin ich auch denen, die dort Verantwortung getragen haben, Hans Modrow zuvorderst dankbar, dass das gewaltfrei gegangen ist. Ne? Ihr Beifall für das Wirken in dieser Zeit. Ich mache jetzt mal einen Sprung, weil Sie so viele politische Ämter und so viele Funktionen hatten, dass wir gar nicht alle wirklich so beleuchten können. Aber ich glaube, unser Publikum und die sich es dann auf YouTube ansehen, die wissen von der Zeit als Ministerpräsident und so weiter sowieso eine ganze Menge. Da standen Sie ja in der Öffentlichkeit. Ich habe es so wahrgenommen, dass dann zumindest parteipolitisch so eine Art Pause bis 93 stattfand. 93 hat das Bündnis 90, dem ich ja angehörte, die waren ja inzwischen Partei, ich war im Bundessprecherrat, beschlossen, gegen meine Stimme und die von manchen anderen, sich mit den Grünen zu vereinigen. Genau. Diese Vereinigung hat einen Teil nicht mitgemacht, wie gesagt, ich gehörte dazu. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwo gegen grüne Zielstellung eingestellt wäre, aber ich sage einfach mal, wer 93 sich vor Augen führt, ich war damals ja in der Landesregierung, wir hatten hier zu tun mit ganz existenziellen Problemen. Ringsherum war, man sagt ja heute immer so schön Umbruch, es war an vielen Stellen Zusammenbruch. Ne? Ja. Wenn man sich an vielen Stellen anguckt, was da noch übrig geblieben war, das hat Menschen in existenzielle Probleme gebracht. Und ich war auf dem Parteitag der Grünen, weil ich ja durchaus affin war zu der Themenstellung, in Neumünster, das werde ich nie vergessen, um mir das mal anzugucken. Also die Westgrünen, wie es damals hieß, waren das ja. Denn Umwelthygieniker waren die ja auch. Ja klar, ich war ja fachlich da durchaus dabei. Und vielleicht war ich auf dem falschen Parteitag bei denen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das der Parteitag, der ist ja legendär geworden, wo man sich mit Wasserpistolen beschossen hat. Und ich habe mir das ein paar Stunden angeguckt und dann wurde noch meine mir nächste Politikerin der Grünen, Antje Vollmer, damals gerade rausgeschmissen, also aus dem Vorstand und alles. Ja, und dann habe ich zumindest für mich einfach festgelegt, das ist es nicht. Ja. Weil wir haben hier richtige Probleme, die Menschen im Kern berühren. Und dort schießt man sich mit Wasserpistolen um irgendwas. Und dann war ich 2 Jahre parteilos und dann kam mein Grundgehen durch. Das ist dann halt ein sozialdemokratisches. 6.6. 95, richtig? Dann wissen Sie mehr, ja, wahrscheinlich, ja. Ich fand den 6.6. so gut, ja. Eintritt in die SPD, ein relativ später Eintritt, was Sie ja eher ehrt. Es soll ja Parteibuch, ich weiß es nicht, keine Story sein, Parteibuch-Umtausch gegeben haben, Rot gegen Rot. Ist ja auch nicht so schlimm. Wie gesagt, SED steckte ja in SPD drin. Und das war ja auch verständlich, haben wir schon beleuchtet, was sollte man 46 sonst machen, sollte man sich wieder bekriegen, war klar.
Und dann kam diese richtige, ich nenne das mal SPD-Karriere. Hat sie damals jemand missioniert, überredet, also so ähnlich wie damals mal die SED das wollte? Na, wer mich immer überredet hat, zu allem, was ich getan habe, war Manfred Stolpe. Ja. Manfred Stolpe hat eine ganz subtile Art, einem Dinge nahe zu bringen, die ich bis heute sehr an ihm schätze. Viele kennen ihn ja hier noch ganz gut. Ich schilder das mal an einem anderen Beispiel. Er kam mal, ich glaube Ende 97 oder Anfang 98, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, zu mir. Wir saßen dann immer bei uns in der Küche. Und das wollte ich noch, Sie sind immer noch in der gleichen Wohnung, fällt mir da ein. Ja, das ist richtig, ja? Bis heute. Bis die immer ich, noch in seiner DDR-Wohnung. Die habe ich mir selber ausgebaut, an der hänge ich. Ja. Und auch mit denselben Nachbarn, also dieselben Mitbewohner sind noch da. Und ich sage mal, es gibt kaum einen größeren Schatz als Nachbarn, mit denen man gut auskommt. Den sollte man nicht leichtfertig ausgeben. Das stimmt wohl. Wer den aufgibt, der ist sehr leichtsinnig, sage ich. Gibt es ja viele Beispiele. Auf jeden Fall kam Manfred Stolpe in die Küche. Und in Potsdam war gerade Großkrise, weil der amtierende Oberbürgermeister vor der Abwahl stand. Das gab es in Deutschland noch nie, dass ein Oberbürgermeister außerhalb des Wahlrhythmus mit einem Volksbegehren des Amtes enthoben wird. Und Manfred Stolpe, ich war ja sehr gerne Umweltminister, und guckte mich dann lange an und sagte, die hier in Potsdam haben ein ganz großes Problem. Es könnte sein, dass der Oberbürgermeister bald nicht mehr da ist. Und Sie sind doch Potsdamer von Geburt her. Und also so, wir haben uns ja bis heute gesiezt, so weil langsam. Manfred Stolpe konnte ich nie duzen. Das ging nicht so vom Respekt her, also selbst als Sozialdemokrat, unser Sozialdemokrat. Und dann hat er gesagt, und das ist eben der typische Stolpe, er hat nicht gesagt, du, ich habe mir eigentlich überlegt, du müsstest das werden. Sondern er hat gesagt, was machen wir denn danach, wenn der abgewählt ist? Und mit so einer Frage lässt er einen dann alleine und erwartet natürlich... Aber richtig in die Augen geguckt. Ja, na klar, und erwartet natürlich, dass du spätestens zwei Tage später anrufst und sagst, wir könnten mal drüber reden. Und so kam es ja dann auch. Ja. Aber so ist er halt. Ne? Ja, Manfred Stolpe, hoffentlich haben wir ihn auch mal hier. Wir arbeiten dran. Ich will das aber mal so ein bisschen strukturieren. Jetzt sind wir bei der SPD, also ich sag mal, Parteikarriere, obwohl Sie nie als Parteikarrierist oder Parteisoldat angesehen wurden. Das ist ja schon eine Kunst heutzutage. Aber ich würde das einfach mal sagen. Ich springe mal jetzt, damit wir uns auf die wichtigen Dinge heute, wir wollen ja noch das diskutieren, was Sie gerade gemacht haben, wo Sie hergekommen sind oder was seit letzten Mittwoch offensichtlich die ganze Welt verändert. Ich sehe es zwar nicht so, aber wir werden es diskutieren. Es gab dann eine historische Krisensitzung am 15.11.2005. Ich bin jetzt mal bei der Parteikarriere. Mhm. Sie haben dann mit einem SED-typischen Wahlergebnis 99,4% die Wahl zum Bundesvorsitzenden der SPD gewonnen. Und da gab es ja eine Vorgeschichte. Das passierte nicht so einfach. Was war damals in der SPD bundesweit los? Also ich könnte es jetzt einfach machen und sagen, mein Vater hat, als ich in die SPD eintrat, 95, da war er komplett dagegen, dass ich überhaupt in irgendeine Partei gehe. Und ich habe das dann mit ihm besprochen. Er hat gesagt, nee, nicht in eine Partei. Und er hat gesagt, doch, will ich jetzt, dann muss ich. Ja, dann versuche aber ja Vorsitzender zu werden, dann kannst du wenigstens bestimmen, was da passiert. Ne? Aber das war nicht der wirkliche Grund, sondern ich hatte mit Franz Müntefering ein paar Tage vorher so ein Handschlaggeschäft gemacht, weil er wollte den Parteivorstand, wir hatten ja gerade die Kanzlerschaft abgegeben, Gerd Schröder mischte zwar noch mit, er hat ja erst langsam gelernt, dass er nicht mehr Kanzler ist und wir mussten uns neu aufstellen, waren in Koalitionsverhandlungen zur ersten großen Koalition seit 1966. Und dann hat er ja gesucht, einen Stellvertreter für ihn, der ja Parteivorsitzender war für Ostdeutschland. Und da habe ich gesagt, das mache ich, weil ich mache gerne Dinge, wo ich mich auskenne, wo ich zu Hause bin und wo ich auch weiß, wie es aussieht. So sind wir auseinandergegangen. Und ein paar Tage später ist er, das hat niemand gewusst, außer er selber, ist er auf den Plautz zurückgetreten vom Parteivorsitz.
gab eine personelle Vorgeschichte, aber egal, er war plötzlich zurückgetreten. Jetzt muss man sich vorstellen, wir hatten die Wahl gerade nicht gewonnen. Wir waren in ganz schwierigen Koalitionsverhandlungen mit Angela Merkel, die damals anfing, Kanzlerin zu werden. Ja. Und alle wussten, so hart ist das Geschäft nun mal, wenn du in einer Koalitionsverhandlung bist und hast keine Führung, dann kannst du die gleich vergessen, dann ziehen die dich über den Tisch ohne Wenn und Aber. Und dann gab es diese berühmte Sitzung im Keller, ich glaube, es war die Brandenburgische Landesvertretung oder die Saarländische, weiß ich nicht mehr genau. Und die ganzen Kranten der SPD saßen zusammen, Franz war zurückgetreten. Es herrschte ergriffene Stille und dann guckten mich alle an. Münte war ja der Spitzname, das war Münte, ja noch so ein kerniger Mann zum Anfassen. Und Münte hatte irgendwie dort noch hinterlassen, dass ich ja zugesagt hätte, sein Stellvertreter zu werden. Er hat nicht hinterlassen, was die Nebenbedingungen war, für was. Ne? So, und dann guckten mich alle an. Und nun bin ich durch meine Großväter auch ein Stück preußisch geprägt. Also heißt ja immer, der Verantwortung weicht man nicht aus. Ja. Obwohl ich gerade, manche werden sich erinnern, wir hatten den härtesten Wahlkampf der brandenburgischen neueren Geschichte hinter uns, 2004. Es ging um Hartz IV, um viele Dinge. Die SPD war fast schon abgewählt, wir haben den Wahlkampf knapp gewonnen. Stimmenverluste, ne? Und ich habe allen versprochen, wenn wir das Vertrauen kriegen, bleibe ich hier im Lande. So, und nun mach mal daraus, löse mal die Gleichung auf. Und übrigens, es gibt was sehr Typisches, aber das bleibt hier im Saal. 3 Wochen vorher hatte mich die Partei gefragt für die Koalitionsverhandlung, weil meine außenpolitischen Affinitäten waren bekannt, ob ich Lust hätte, in der neuen Regierung Außenminister zu werden. 24 Stunden Bedenkzeit. Und in den 24 Stunden haben, weil etliche, die mich kannten, ahnten, dass ich Nein sagen werde, weil ich ja hier versprochen hatte, ich bleibe in Brandenburg, obwohl es mich schon ganz schön gerupt hat. Und dann riefen etliche an und sagten, du kannst mal dem Münte sagen, ich könnte das auch, also Außenminister. Ne? 3 Wochen später wurde ich dann gefragt, ob ich Parteivorsitzender werden will. Hatte auch einen Tag Bedenkzeit. In der Nacht hat kein Schwanz angerufen. Das war so, naja, wollte damals in der Situation kein Mensch machen. Ja, und der Einzige, der früh anrief, und das habe ich auch verstanden, war Kurt Beck, nur um mir zu sagen, er macht es auf keinen Fall, weil er hatte 6 Monate später Wahlkampf in Rheinland-Pfalz und wollte das nicht machen. Ja. Und so hat es sich gefügt. Und meine Frau, die in solchen Sachen sehr gute Grundgefühle hat, hat gesagt, Junge, ich werde dir nicht reinreden, wenn du denkst, du musst das machen. Aber das wird ein Himmelfahrtskommando, weil wer sich mal an Brandenburg 2004/05 erinnert, wir waren hochverschuldet, wir hatten eine Arbeitslosigkeit von fast 20%. Die Finanzkrise stand noch vor uns und. Wir waren noch mitten im Umbruch. Ja. Und da hat sie gesagt, das reicht eigentlich für einen Tagesablauf völlig aus. Ja, und dann habe ich es trotzdem gemacht und das war ein Fehler, schlicht und ergreifend. Aber gut, sowas passiert im Leben. Denn in dieser Zeit, es waren ja dann nur 4,5 Monate, gab es offensichtlich eine Überforderung insgesamt, wenn man das so, kann man so sagen, so sagen kann. Und dann kam aufgrund eines akuten Ereignisses, gesundheitlichen Ereignisses, der Rücktritt im April 2006. Was ist da passiert? Können wir darüber reden? Ja, nicht lang und anhaltend. Ich habe plötzlich nichts mehr gehört und ich saß im Auto und habe erst gedacht, irgendwie, da denkst du, da hat dir einer Watte in die Ohren gestopft. Ich habe nichts mehr wahrgenommen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, die haben das hingekriegt nach einer Weile und dann bin ich wieder losgegangen und dann kam das nach einer Weile etwas verstärkt mit einer Kreislaufsache wieder. Und dann hat der Arzt gesagt, wenn du das alles gut überleben willst, musst du jetzt mal eine Entscheidung treffen. Ja. Ich übernehme die Verantwortung nicht mehr. Man muss dazu wissen, wir waren in der Krise, die SPD, klar, in der Großen Koalition. Und wir hatten Landtagswahlen Anfang 2006 in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, ich glaube noch in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen. Und ich war praktisch permanent im Flugzeug. Und zwischendurch habe ich immer versucht, im Land alles zu machen, was gemacht werden musste. Und natürlich, verstehe ich auch komplett, haben Journalisten im Lande noch genauer hingeguckt. Vernachlässigt er jetzt das Land, weil er da Obersozi ist? Und ich habe dann alle Zeitreserven erschlossen. Ich laufe jeden Morgen, das mache ich bis heute. Die Stunde haben wir gestrichen.
das hat sich gerecht, das hat sich einfach gerecht. Und eigentlich hätte man es auch alles wissen können, aber wenn du in so einer Mühle bist, in so einem Kreislauf bist, denkst du, es wird schon gut gehen und es ist dann irgendwann nicht mehr gut gegangen. Gut nachvollziehen, kann man sagen, dass ihr Pflichtbewusstsein so weit gegangen ist, dass sie wirklich einfach auch nicht Nein sagen konnten in dieser Zeit zumindest. Es wäre mir schlecht, also ich wäre mir schlecht vorgekommen. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, das kriegst du hin und sie gucken alle so und keiner will es. Ja. Außerdem, da bin ich, wie ich bin und, ne, und dann ist es halt wirklich krachend vor die Wand gegangen. Ja. Vielen Dank für die Offenheit, aber heute kann ja alles auch im Internet nachgelesen werden. Herr Platzek, jetzt war das mal so, ich habe das versucht irgendwie zu strukturieren, das Parteiwirken, ich will nicht immer Parteikarriere sagen, das hört sich so nach der CD an. Aber Sie haben schon Ihre Loyalität zu Stolpe, das kann man ja auf jeden Fall sagen, hier ins Spiel gebracht. Und ich will es mal zusammenfassen, es sind so viele Funktionen. Das kann man gar nicht Loyalität nennen, sondern schon ich Freundschaft finde, man, na, Freundschaft Respekt? Ist schwierig. Ja? Mit Manfred Stolpe ist ein sehr alleine, also wir haben sehr viel Vertrauen zueinander. Er ist jemand, der sehr mit sich alleine die Dinge ausmacht. Aber wenn ich sage, es ist mehr als Loyalität, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir als Bundesland ein unheimliches Glück hatten ohne Regine Hildebrand und Manfred Stolpe. Manchmal hängt es an Personen, nicht immer, aber manchmal. Wäre dieses Land nie so geworden, wie es geworden ist. Wir hätten nie so eine Identität entwickeln können. Und das ist das, was ich den beiden unheimlich, also wo ich richtig dankbar bin, weil immerhin darf man nicht vergessen, wir waren ein Amorph. Sachsen war immer schon Sachsen irgendwo. Thüringen war bis zum gewissen Grad, auch zu DDR-Zeiten, hat man sich als Thüringer gefühlt. Sepp Herberger hat mal gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das stimmte auch. Ich war ja, wie gesagt, fußballaffin und viel auf Plätzen unterwegs. In Sachsen wurde schon Ende der 80er Jahre, gab es Sprechchöre Sachsen, wenn ein sächsischer Verein gespielt hat. In Brandenburg hat, in Frankfurt, in Cottbus, ja. In Potsdam kein Mensch Brandenburg gerufen. Das gab es gar nicht. Ja. Manfred Stolpe erzählt immer, der hat ja schon ab 88 den Tiroler, der hatte sich aus Tirol so einen roten Adler geholt, der genauso aussieht wie der Brandenburger. Ne? Und hat ihn aufs Auto geklebt. Richtig. Und da haben ihn Leute gefragt, was er für eine besondere Beziehung zu Tirol hätte. Weil auf Brandenburg ist überhaupt keiner gekommen. Das heißt, das war gar nicht präsent in den Köpfen. Ja. Und daraus so ein Land zu machen, was heute ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, das ist den beiden zu verdanken. Und deshalb sage ich, es ist mehr als Loyalität. Mehr als Loyalität? Schwieriges Wort. Stolpe. Ja. Ja, Loyalität, nochmal. Ich habe mir mal aufgeschrieben, Sie haben ein schönes Ministerium geführt, das sogenannte MUNRE. Mhm. Viele kennen es nicht mehr, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung. Kann man sagen, um das mal ein bisschen zu kompressieren, hat Ihnen das vom Naturell am meisten Spaß gemacht? Jo. Ja, das war einfach schlicht und ergreifend schön. Es hat Freude gemacht. Also das hat ja auch damit zu tun, wenn du als Ministerium was übergeholfen kriegst, wo du beruflich drinne stehst, ist das einfach ein schönes Arbeiten. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, also ich kann mich an Termine in Schwarze Pumpe erinnern, wo ich 5000 Kumpel gegenüberstand. In den Umbruchzeiten war Umwelt- und Naturschutz nicht gerade das, was jetzt, sage ich mal, am meisten von den Leuten erwartet und gewünscht wurde. Aber gibt es bei uns im Januar wieder das Thema? Ja? Es war trotzdem ein schönes Arbeiten, das kann man nicht anders sagen. Das habe ich mir schon gedacht, 40% Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind in Ihrer Zeit als Minister entstanden. Wir freuen uns alle darüber. Mehr oder weniger, ja. Ja, gut, ich muss aber noch einen Begriff müssen wir vor der Pause noch schaffen. Und zwar Deichgraf. Ihr Spitzname, aber auch mit großem Respekt und großer Achtung sprechen unsere Brandenburger von dem Deichgrafen. Und das waren unsere schlimmen Hochwasserereignisse 97 und im Juni 02. 97 noch als Minister, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe, und dann 02 als beim Elbe-Hochwasser dann als Ministerpräsident. Wie haben Sie die Zeit erlebt oder wie hat Sie das geprägt? Wie kamen die Leute auf Deichgraf? Da gibt es ein historisches Vorbild. Das müssen die Leute fragen. Ja. Also wir haben, der gravierendste Unterschied zwischen diesen verschiedenen Ereignissen war für mich, dass wir jetzt 97 gemerkt haben, dass wir eben wirklich
einen tiefen Einschnitt, einen tiefen Umbruch hinter uns hatten, weil es hat vieles noch nicht ineinander gegriffen, es hat vieles nicht funktioniert. Und wenn man die letzten Hochwässer, das kann man auch auf die Spree beziehen, auf Cottbus, auf vieles andere, wenn man sich die letzten Hochwässer anschaut, 10 und 13 und so, da hat man gemerkt, wir haben jetzt funktionierende Verwaltungen, die Räder greifen ineinander. Man braucht kaum noch was sagen, wir haben 97 oft ins Schwarze gegriffen. Es war alles auf ein Stück auf Zufall gebaut. War damals auch Ihre persönliche Präsenz wichtig? Also ich glaube, es war einfach so, dass Leute gedacht haben, wir mussten, wer sich noch erinnert, wir hatten erstens Deichbrüche, wo uns Dörfer untergegangen sind. Und dann haben wir uns entschlossen, das gesamte Oderbruch zu evakuieren mit 20.000 Leuten. Ja. Und bring mal Leute aus ihren Häusern, die waren teilweise selber Flüchtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg dort erst sich wieder angesiedelt hatten. Und jetzt haben wir ihnen gesagt, ihr müsst raus. Ihr müsst weit weg, ging dann in Bar nehmen oder sonst wohin. Und natürlich haben viele gedacht, weil ja die Ereignisse in der Ziltendorfer Niederung haben ihnen das gezeigt, wenn sie wiederkommen, ist alles weg. Und gerade älteren Menschen zweimal diesen Verlust zuzumuten, da war es schon gut, wenn man selber mit auf dem Dorfplatz stand, um wenigstens, ich sag mal, Präsenz zu zeigen und zu zeigen, ich war ja die ganzen 4 Wochen da, gab übrigens herzzerreißende Ereignisse, wo ich auch bis heute der Bundespolizei sehr verbunden bin. Da haben ältere Damen gesagt, ja, ich gehe, aber meine Katze ist nicht da. Und ohne die Katze gehe ich nicht. Da könnt ihr, und wenn ich hier saufe auf Deutsch. Ne? Und dann sind Bundespolizisten losgegangen in die Felder und haben die Katze gesucht. Und haben sie gefunden und haben die Katze gebracht. Und dann ist die alte Dame in den Bus gestiegen und mitgefahren. Das war noch menschlich, also wirklich hinreißende Szenen. Und ich glaube, es war zwar ein absolut unschönes Ereignis, aber wenn man die Landesgeschichte sich mal anschaut, hat dieses Hochwasser auch durch die immense Hilfsbereitschaft von Zehntausenden Leuten dieses Land auch ein Stück mit geformt. Manchmal ist das bei solchen Ereignissen so. Und das ist das Schöne an diesem an sich nicht schönen Ereignis, Hochwasser gewesen damals. Und das hat die Leute auch zusammengeschweißt? Ja, das meine ich ja. Ja, und ja. Die Regierung, Sie auch als Minister oder als Ministerpräsident, konnten mal richtig praktisch den Leuten... Konnten mal richtig was tun, meinen Sie? Ja, Sie konnten mal richtig, richtig mit anpacken. Aber ich glaube, dass Ihre ungebrochene Autorität und vor allen Dingen, ich habe das ja mal als Ministerpräsident der Herzen, weil wenn man, ja, wollen wir jetzt mal nicht über Nachfolger so weiter reden, das nicht so fühlt oder noch nicht so fühlt, das kann er ja noch schaffen. Wir müssen auf die Tube drücken. Sie haben aber auch noch ein Intermezzo als Oberbürgermeister gehabt, das will ich jetzt gar nicht mehr beleuchten, Sie haben es vorhin schon angesagt, aber ich habe so einen schönen Begriff, kann man sagen, dass Sie auch mit Aufopferung der Gesundheit so eine Art SPD-Allzweckwaffe gewesen sind damals oder ist das übertrieben? Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Will nur sagen, weil Sie eben so ein bisschen über meinen Nachfolger Dietmar Woidke so eine Bemerkung gemacht haben. Ich will nur mal, weil wir gerade ich will es dann wenigstens mal sagen. Also nicht nur, weil ich selber ja mit einem Beitrag dazu geleistet habe, dass er es wird. Also ich habe Dietmar Woidke sehr intensiv über viele Jahre kennengelernt. Wir haben auch im Hochwasser übrigens 2013 sehr, sehr intensiv, er war Innenminister, zusammengearbeitet. Und ich sage aus fester Überzeugung, erstens bin ich froh, dass er diese Aufgabe wahrnimmt, so wie er sie wahrnimmt. Und zweitens, ich gucke oft früh jetzt in die Zeitung. Und diese letzten 3 Jahre waren ja... Sie lesen noch Zeitung, richtig? Ja, ich lese noch, ich brauche das noch beim Kaffee. Gut. Das Papier in der Hand. Ich gucke auch auf meinen Laptop, aber ich lese richtig noch. Ich habe, darf man ja trotzdem hier im Lausitzer Gebiet sagen, die Märkische Allgemeine und die lese ich jeden Morgen. Und ich gucke manchmal rein und sage ehrlicherweise, ich bin froh, dass ich jetzt nicht an Dietmars Stelle bin, weil manches der Probleme möchte ich wirklich nicht haben. Und bin sehr froh, dass er das alles so macht. Gutes Wort zum Beginn unserer Pause. Wir haben eh schon überzogen, aber die Stille im Saal zeigt mir, dass es niemand langweilig geworden ist. Wir haben ja noch eine Pianistin, die jetzt in die Tasten haut, meine Damen und Herren. 10 Minuten Pause und danach dann zu den spannenden Themen der aktuellen Politik und Russland.
Nun haben wir letzten Mittwoch, war es glaube ich, dann früh, als alle irgendwie wieder munter waren, sich alle die Augen gerieben. Aber ich hatte es ja schon anmoderiert. Ich hab hier so ein paar Zeitungen. Da waren ein paar Überschriften in Zeitungen wie Spiegel vor der Wahl am 4.11. Die haben da hier geschrieben, im Spiegel immerhin, ne? Stürzt die Welt zurück in die 30er. Ein US-Präsident Trump könnte eine neue globale Katastrophe auslösen. Also das haben die tatsächlich geschrieben. Und am 13.11. Hat dann der Cicero geschrieben, in Redaktionen, Parteien und akademischen Einrichtungen hat sich offenbar ein Milieu gebildet, das den Kontakt zu großen Teilen der Bevölkerung verloren hat. Und da steht dann, weltfremde Überraschung, zur Schau getragene Empörung auf deutschen Zeitungstiteln. Das sind deutsche Zeitungen. Oh Gott, Trump und die Bild, ist ja klar, die muss wieder alles toppen. Die hat geschrieben, Trump, wir schaffen auch den. Nur mal so, ja, also wie gesagt, ich persönlich sage dazu, ich brauche nur zitieren und wir wollen es diskutieren, meine Damen und Herren, denn zum Lachen war ja einiges nicht. Was ist da eigentlich passiert, lieber Matthias Platzek? Ein Weltuntergang oder sowas kann es ja nicht gewesen sein. Und an die Verschwörungstheorien, dass es Putin war, glauben wir ja auch nicht. Es war zumindest eine demokratische Wahl. Wenn man was sehr Positives daraus ziehen soll, ist sie auch offensichtlich nicht irgendwo manipuliert worden. Das ist ja im Wahlkampf schon mal so angedeutet worden. In der ältesten Demokratie der Erde. Zweitältesten. Ja, na gut, die Engländer, ob das so demokratisch war da im 17. Jahrhundert, weiß ich nicht. Mit Cromwell, ne, der hat ja Köpfe abgehackt. Also da kann man sich, kann man auch mal einen ganzen Abend drüber streiten. Ich persönlich habe das immer so empfunden. Wie schätzen Sie ganz, ganz frank und frei raus die Frage, was ist da passiert und warum? Dann höre ich auf mit meinem Psalm, warum ist man in Berlin in diese Schockstarre? Frau von der Leyen war ja geschockt und unser designierter neuer Außenminister hat Herrn Trump Hassprediger genannt. Und Sigmar Gabriel muss natürlich mitmachen. Der hat gesagt, Trump ist eine Gefahr für den Frieden. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Jeden Tag passiert was? Da kommen wir jetzt noch drauf. Was ist da passiert? Also was passiert ist, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß nur, dass sich viele Dinge schon länger abbilden. Wenn man sich politische Entwicklungen, Stimmungslagen, Wahlergebnisse, politische Darstellungsmethoden anschaut, in Europa und in Amerika in den letzten Jahren, dann ahnt man zumindest, dass sich was ändert. Die Ursachen dafür, kommen wir vielleicht noch drauf, sind vielfältig, aber ich sage mal so überraschend. Wir haben am Abend vor der Brexit-Abstimmung in Großbritannien unisono gesagt, nee, das wird nicht passieren, so frustriert sind die Leute nicht, so anti, es war ja so eine Anti-Stimmung einfach, die gar nicht genau artikuliert wurde. So schlimm wird das nicht sein. Es hat stattgefunden. Es ist passiert. Ich sag mal, solche urliberalen Länder, die ja für Liberalität standen, wie die Niederlande, haben in Wilders hervorgebracht. In Finnland, in Helsinki regieren die wahren Finnen mit. Das ist nun eine sehr deutliche Ausprägung auch einer nicht-liberalen Weltsicht. Ob die Schwedendemokraten oder Marie Le Pen in Frankreich, das ist ja Viktor Orban in Ungarn oder in Warschau Lech Kaczynski. Ich sag mal, alles das kommt aus demselben Topf in irgendeiner Weise. Und Amerika hat das jetzt, die USA haben das in einer gewissen Weise getoppt. Und wenn man sich mal, übrigens, ich sag mal, Hassprediger hin oder her,
Also das Trump war auch für mich ein Kulturschock, sage ich mal einfach. Ja, das ist, weil ich habe in Amerika, ich habe schon eine Menge, dass amerikanische Wahlkämpfe härter sind, dass sie Show-Elemente haben, so sind unsere amerikanischen Freunde nun mal, das war ja immer schon klar. Aber dass es sich 6 Monate lang immer nur einen Meter unter der Gürtellinie bewegt, das hatten wir bisher noch nicht und das hat hier so stattgefunden. Ich glaube aber, dass wir davon mal abstrahieren müssen und sagen, das ist nun mal passiert und uns ernsthaft fragen müssen, was geht eigentlich, was ist die Ursache, was geht vor sich. Und da, glaube ich, sind wir erst am Anfang. Für mich kommt, übrigens, ich hatte neulich mal eine Diskussion mit Herrn Laschet, das ist der CDU-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Und der hat dann in der Debatte gesagt, ja, diese ganzen völkischen, populistischen, sonstigen Tendenzen, auch ausländerfeindlichen, die wir ja leider zu verzeichnen haben, ist eine typische Folge kommunistischer Herrschaft. Und weil ihr unter kommunistischer Herrschaft wart, seid ihr jetzt so im Osten Deutschlands, in Ungarn, in Polen und so weiter. Und dann muss man ihn nur fragen, wie kommt dann Marie Le Pen an das Tor des französischen Präsidentenpalastes? Da war nun sowas überhaupt nicht. Wie kommt ein Trump ins Weiße Haus? Kann man ja auch nicht dem Kommunismus die Schuld geben. Und deshalb glaube ich, wir sollten uns hüten vor so einfachen Erklärungen, weil es ist fundamentaler. Wir haben einmal eine große Zahl Menschen, wahrscheinlich viel mehr als wir denken, die dieses Zauberwort von der Globalisierung nicht als eine Verheißung, sondern als eine Bedrohung empfinden. Ja. Wir haben mit Sicherheit durch das Tempo von Informationsvermittlung, was wir ja erstmal gut gefunden haben, dass man jetzt ganz schnell an jede Information rankommt. Der Gegner der Schnelligkeit ist die Nachdenklichkeit in dem Falle. Also ich sage das mal einem Beispiel. Egon Bahr hat mir, wir waren zusammen unterwegs noch vor seinem Tode, glücklicherweise, ich durfte das noch mit ihm erleben in Russland und so. Und da hat er uns die Entstehungsgeschichte der neuen Ausrichtung der Ostpolitik Ende der 60er Jahre mal geschildert. Wie er Papiere geschrieben hat, tagelang, wochenlang drüber nachgedacht hat, diese Papiere ans Bundeskanzleramt, an Willy Brandt gegeben hat. Die haben sich ihren Kopf gemacht, er hat das zurückgekriegt. Also die sogenannte neue Ostpolitik, sagte man da. Genau, und dann hat, nach Monaten ist die dann konfiguriert und entstanden und er sagte etwas resignativ, das wäre in der heutigen Medienwelt überhaupt nicht mehr denkbar. Ja. Die erste Mail, die er losgeschickt hätte, wäre irgendwo hingekommen und jeder Gedanke wäre sofort zerrissen worden. Ja. Das heißt, deshalb sage ich, Tempo kann auch der Nachdenklichkeit sehr schaden. Der Ton ist durch die neuen Medien, das wissen wir inzwischen alle, total rau geworden. Und ich bleibe auch bei meiner Theorie, will da überhaupt nicht keinem zu nahe treten, aber ich halte es da mit meinem Lieblingsphilosophen Professor Biri aus der Schweiz, der mal gesagt hat, nach 30 Jahren Untersuchung, die Erfindung von Privatfernsehen und Boulevardzeitung war ein Verbrechen an der Kultur des Umgangs der Menschen untereinander. Und da glaube ich, ist was dran. Dieser Satz hat mir übrigens die Dauerreserviertheit vom Springer Verlagschef eingebracht, weil ich habe das mal in einer Tagung gesagt, wo er mit saß. Und wenn man mal alles zusammennimmt, was diese moderne Welt im Moment ausmacht, müssen die, die an Liberalität, an Offenheit, an Demokratie auch wirklich interessiert sind, ich zähle mich zu denen, weil ich glaube, es ist die einzige Überlebensform der Menschheit, sich ganz neue Dinge einfallen lassen. Und da kommen wir zu einem zweiten Kernpunkt. Das richte ich an mich, an uns alle, die in den drei Sektoren Unternehmensführung, Medien und Politik tätig sind. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, weil es ja auch relativ gut ging, muss man ja auch sagen, hat sich ja vieles auch positiv entwickelt, das will ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, wir haben uns in so einen Kokon eingewoben, wo wir uns selbst genügt haben. Also die mediale Welt, die Welt der DAX-Unternehmen, die politische Welt, man kennt sich, man schätzt sich oder auch nicht, aber man kann sich einschätzen. Und die politische Klasse, wie man jetzt sagt. Ja, so in einer gewissen Weise, aber es ist ja mehr als die Politik. Ich will nicht alles auf die Politik schieben, wahrlich nicht. Da haben auch andere Verantwortung, Medien genauso und Unternehmen auch. Ja. Und ich habe heute irgendwo, ich glaube im Deutschlandfunk oder wo gehört, wenn die Welt beherrschenden Unternehmen, und wir haben ja solche inzwischen,
nicht begreifen, dass auch sie die Signale hören müssen, ja, werden sie am Ende keine Geschäfte mehr machen können, weil die Welt zerfällt. Und das sind so Signale, glaube ich, die muss man wirklich aufnehmen. Ja. Und da haben wir in den nächsten Jahren eine Menge zu tun. Und dafür ist so ein Fingerzeig, man muss ja immer im Negativen das Positive sehen, dass selbst in Amerika, ich sage mal, der gefühlten Lichtgestalt der Demokratie, ob nun älteste oder nicht, aber sie war ja immer so das Hochamt der Demokratie, ja, dass da so eine Entwicklung stattfindet, von Tea Party angefangen bis zu Donald Trump, das muss uns schon sehr nachdenklich machen. Und da hoffe ich, wir werden auch nachdenklich. Wir sollten es auf jeden Fall tun. Was vor allen Dingen, denke ich, nachdenklich machen muss, ist die doch im Prinzip komplette Fehleinschätzung der aktuellen Situation bis hin zur Wahl, wo eben der Vorwurf jetzt entstanden ist, es gibt abgehobene, wie hier geschrieben wird, Menschen in Parteien, akademischen Einrichtungen und Redaktionen, die die Meinung vorgeben, also das, was dann bestimmte Leute als Mainstream-Presse und so weiter, also dieser vorgegebene Einheitsbrei, sage ich mal, volkstümlich, hat der auch dazu beigetragen, dass man sich da abwendet und da gar nicht mehr zuhört? Also wir sind auf Glatteis, muss man erst mal sagen. Deshalb versuche ich mal, es wenigstens in drei Teile zu teilen. Erster Teil, ich halte Dinge, die der jetzige amerikanische Präsident im Wahlkampf gesagt hat, aus kultureller, aus politischer und aus menschlicher Sicht nicht für hinnehmbar. Die halte ich nicht für hinnehmbar. Und wir sollten uns hüten, uns an sowas zu gewöhnen. Das ist gefährlich, wenn wir uns an so eine Tonlage gewöhnen. Zweitens, ich habe zu akzeptieren, dass er demokratisch, frei und geheim gewählt ist. Das ist so. Und damit müssen wir umgehen. Und drittens, ich glaube, wenn ich eben gesagt habe, wir müssen nachdenklich werden, wir müssen versuchen, ernsthaft, ehrlich und sehr gründlich uns denen zu widmen, die in Amerika im Moment, wenn auch ganz, nicht ganz zahlenmäßig, aber nominell nach dem Wahlsystem die Mehrheit darstellen, warum sie das so entschieden haben für sich. Warum sie diesen Kulturverlust hingenommen haben, der mit Donald Trump einhergeht und gesagt haben, er soll trotzdem unser Präsident sein. Weil, und das ist für mich die Kernfrage, man muss es als demokratische Partei der USA erstmal hinkriegen, einen Kandidaten, eine Kandidatin aufzustellen, die gegen Donald Trump verliert. Das ist ja die eigentliche Negativleistung, also, die dort passiert ist. Die Frage habe ich so noch gar nicht gehört. Das ist hochinteressant. Ja, die ist, also ich habe von Amerikanern gehört, dass sie Hillary Clinton nur gewählt haben, weil sie Donald Trump nicht wollten. Und die waren nicht mal in der Mehrheit. Also ist hier wirklich eine systematische Fehlleistung passiert, das Establishment nicht mehr gemerkt hat, dass sie kilometerweit weg vom Volk sind. Und der Sinn einer Demokratie besteht darin, dass das Volk die Geschicke bestimmt. Und da ist der Grundfehler, glaube ich, der da drinnen liegt. Von dem sind wir auch nicht völlig gefeit. Es ist mit Sicherheit nicht so wie in Amerika. Und für mich kommt das wieder zu der Grundfrage, mag jetzt manchen ein bisschen zu kapitalismuskritisch klingen. Ich glaube, wenn man Arm und Reich zu weit auseinanderdriften lässt, gehen Gesellschaften kaputt und dann passieren solche Grundfehler, wie sie dort passieren. Das ist für mich eine Kernfrage der ganzen Geschichte, in der wir im Moment leben. Das, wir lassen die Gesellschaft zu weit auseinandergehen. Ja, das erklärt vieles. Jetzt haben wir ja das Phänomen gehabt, dass wir in Deutschland vor allen Dingen einen Sieg von Trump als völlig ausgeschlossen alle eigentlich, auch Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Linie sind es gibt ja wieder den Ausdruck der demokratischen Block, ne? Die demokratischen Blockparteien. Die nennen sich selber so, ja, also ist nicht meine Erfindung. Die sagen also, wir haben hier die demokratischen Parteien und dann gibt es noch ein paar andere. Das ist, glaube ich, auch nicht so die richtige Denkrichtung, wo man dann sagt, erklären Sie mir doch mal den Unterschied zwischen CDU und SPD oder so, das wollen wir heute nicht. Aber die Menschen können es nicht mehr. Wie kam es, dass man gerade in Deutschland die Situation, wie das Ergebnis jetzt zeigt, völlig falsch eingeschätzt hat? Wie es beim Brexit auch schon kam. Wir haben eine Tradition im Denken, im Fühlen und im Handeln, die über Jahrzehnte geprägt ist. Die hat einfach am Ende immer
im Wesentlichen das Ergebnis gebracht, was man vermutet hat, mit Abweichungen, mit graduellen Abweichungen, aber nie so fundamental wie jetzt. Und deshalb kann das durchaus ein Weckruf, wie es ja schon mehrfach beschrieben wurde, auch werden. Und wir müssen ihn nur wirklich hören, müssen ihn aufnehmen und wahrnehmen. Sie haben ja gerade zweimal jetzt schon, ich bin vorhin bewusst nicht darauf eingegangen, also ich wehre mich gegen solche Begriffe wie Lügenpresse oder was das alles gibt. Weil habe das ich heute noch nicht gesagt. Nein, ich habe ja nur so gehört. Das ist doch nicht mein Vokabular. Nein, nein, weil auch da sollten wir, auch mit den Dingen sollten wir sehr vorsichtig sein. Was, glaube ich, zu besichtigen war, und da sagen ja manche Journalisten, ich kann das übrigens sagen, weil ich mich genug mit denen streite und auch durch meine Russlandhaltung manchmal sehr heftig mit ihnen auseinandersetze. Ja. Aber ich erlebe jetzt, dass auch prägende Journalisten in diesem Lande sich nach diesen Ereignissen, Brexit und Wahl in Amerika, fragen, müssen wir jetzt auch nachdenklich werden? Ja. Haben wir, den Eindruck habe ich auch. Auch das will ich mit zum Beispiel schildern. Nochmal zur Ostpolitik. Uns wurde von geschichtskundigen Menschen, die dabei waren, damals erzählt, Brandt hätte diese Ostpolitik niemals durchsetzen können, wenn es einen Sachverhalt nicht gegeben hätte, den ich gleich schildere. Er hat sie konzipiert, er hat, so wie wir es eben beschrieben haben, und er hat sie veröffentlicht und ist damals von Springer, von Frankfurter Allgemeine und etlichen anderen als Vaterlandsverräter. Solche Begriffe sind gefallen über den amtierenden Bundeskanzler. Er war Vaterlandsverräter. Seine ganze die vertriebenen Verbände damals. Ja, genau. Ja. Und es war heftigst. Und sie haben gesagt, sie hätten es niemals durchgekriegt, wenn es nicht einen anderen relevanten Teil der Presselandschaft gegeben hätte. Damals Spiegel, Frankfurter Rundschau und andere, die ihn vehement verteidigt haben. Das heißt, was für eine Demokratie unabdingbar ist, dass es Meinung und Gegenmeinung auch im öffentlich dargestellten Raum gibt und Menschen sich identifizieren können mit der einen und der anderen und immer wieder neue Argumente hören. Wir haben zum Beispiel, als die Flüchtlingskrise auf dem Höhepunkt war, wahrgenommen, dass Menschen in Deutschland massiv, und das ist nicht vorwerfbar, neben großer Hilfsbereitschaft, über die ich auch sehr froh bin, Sorgen hatten, Ängste hatten, Unerklärbarkeiten hatten und gedacht haben, um Gottes Willen, das werden wir nicht ertragen, das kriegen wir alles nicht hin. Ja. Die haben sich in nichts wiedergefunden im öffentlichen Raum, in nichts. Und was passiert dann? Sie driften ab in undefinierte Räume, dann bilden sich Parteien, Gruppierungen, was auch immer. Und das ist da muss eine demokratische Gesellschaft sehr aufmerksam sein, dass sie versucht, das demokratische Spektrum, das möglichst offene Spektrum so weit zu halten, dass das eingefangen wird. Und da gab es mal einen schönen Satz von Johann Strauß, sage ich schon. Der ist auch Josef, nicht schlecht. Von Franz Josef Strauß, dem CSU-Vorsitzenden, der für seine Partei ganz klar den Anspruch erhoben hat, rechts von uns darf nur noch die Wand sein. Das ist klug. Das ist für ein demokratisches Gefüge ist das unheimlich klug. Das ist verletzt worden. Wir haben jetzt eine weitere Partei, will ich gar nicht kommentieren. Ja gut, man hat sich dann aber offensichtlich von der Wand wegbewegt. Ja, ja, natürlich. Gut. Ich meine, die Bundeskanzlerin hat die CDU sozialdemokratisiert, dann bleiben Vakui offen. Und ich sage mal, dazu kommt natürlich noch alte politische Weisheit. Eine große Koalition tut dem politischen Diskurs nie, dem demokratischen Diskurs nie gut, weil natürlich die beiden Parteien sich aneinander angleichen, weil sie die Entscheidung gemeinsam vertreten müssen. Und deshalb wünschte ich mir, dass wir in Deutschland im gesamten demokratischen Spektrum wieder eine offene Debatte kriegen, die auch Unterschiede klar darstellt, die Ängste und Besorgnisse und Gegenmeinungen aufnimmt und dass sich das auch in der Presselandschaft darstellt, dann glaube ich, werden wir auch wieder ein Stück stabiler dann in der Gesellschaft. Ein erstes klares Statement, was wir, glaube ich, auch alle, auch ich persönlich, brauchen, weil Sie haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz, einen ganz anderen Draufblick, Sie haben eine ganz andere Umgebung. Jetzt hat Wolfgang Schäuble gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland, gerade weil wir ja schon wieder kurz vor der nächsten Bundestagswahl sind, keinen Trump-Effekt bekommen. Und Sie haben so schön gesagt, dass offensichtlich in den USA sich Politiker und auch die Medien, also bestimmte Medien, die Meinung zumindest in Deutschland aus Amerika vorgegeben haben, also die wir zitiert haben. Das waren ja offensichtlich nur die,
die Hillary-Medien, weil ich fand es schon nicht so sehr objektiv, und das gab es auch noch nie, dass sich Deutschland weit vor der Wahl für Hillary, was schon im Namen deutlich wurde. Das war nicht Frau Clinton, das war Hillary, ne, die Freundin von Frau Merkel. Und das andere war der Baba, ne, der Neandertaler, wie eine Zeitung geschrieben hat. Jetzt können wir das auch auffassen. Jetzt hat, wie gesagt, Schäuble gesagt, Trump-Effekt in Deutschland. Also das Abheben oder das bis jetzt zumindest Abheben von Politikern, von zumindest den etablierten Medien, von intellektuellen Kreisen. Und das hat ja was mit Volksnähe zu tun. Und da haben wir mal einen schönen Einspieler von dem Herrn Gabriel. Wenn meine Technik das bringt, ein bekannter Kabarettist, der nicht unbedingt ein Freund von Herrn Gabriel ist. Na und, Gabriel, hast du Gabriel gehört? Was hat er denn gesagt? Der Gunter Gabriel, nee, Quatsch, war ja der Bruder. Der Sigmar Gabriel, ohne E. Der hat rausgehauen, die Menschen da draußen, also das geht schon gut los, ne? Das ist wie Zoo. Ja. Die Menschen da draußen erwarten von uns Politikern, dass wir den Tanker Deutschland auch bei schwieriger See durch sicheres Gebiet schiffen. Gab schon mal einen, du erinnerst dich, September 89. Was hat er gesagt? Wir selbst setzen die Segel, halten das Ruder fest in der Hand und steuern so das Schiff des Sozialismus, auch in stürmischen Zeiten. Also der muss doch bei dem abgeschrieben haben. Sigmar Gabriel, also dick und doof, das waren früher zwei. Also das ist ein Kabarettist, der, einige Gesichter sind auch sauer, aber ich glaube, wir müssen da insgesamt mal ein bisschen lockerer werden. Ne? Wichtig ist, nur damit mich hier keiner falsch versteht, Zusammenhalt. Unser Zusammenhalt muss wieder her. Wir hatten ihn ja schon mal verloren. Der ist ja bekannt aus Mainstream, also aus ARD und ZDF, sind Sie noch im Verwaltungsrat? Ja, ne? ZDF-Verwaltungsrat, also einer Ihrer von den Gebühren bezahlter Kabarettisten. Es gibt natürlich auch andere, die ich als Hofnarren bezeichne, die gibt es aber nur im Ersten. Da bin ich wieder bei meiner Premiere. Das ist wirklich ein Hofnarr. Sie können öffentlich-rechtliche Sender nicht leiten. Ist, ne? Nee, gebe ich zu. Die, warum, Martin? Ne? Für die existieren wir ja nicht. RBB geht hier in der Pause, wenn Sie überhaupt mal kommen. Also gut, dass Sie mir das Stichwort geben, also machen wir jetzt lieber nicht weiter. RBB geht also in der Pause. Gut, wenn man keine Konkurrenz hat, kann man das auch machen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber die Kehrseite ist, wenn du ein Land hast ohne öffentlich-rechtliche Sender, hast du am Ende nur noch die Auswahl zwischen Trump und Hillary. Möchte ich auch nicht haben. Ja. Sage ich ja, das Thema ist auch zu kompliziert, da bin ich auch kein Spezialist, aber wir finden es natürlich nicht gut, dass Veranstaltungen des Staatstheaters vom Öffentlich-Rechtlichen in Brandenburg grundsätzlich geschnitten werden. Und wir rufen sie auch nicht mehr an, ein bisschen Stolz haben wir ja auch. Und solange der Saal voll wird, können wir nicht ganz falsch sein und können nicht die falschen Leute hier haben. Gut, jetzt war das natürlich ein Kabarettist. In der DDR durfte wenigstens im Kabarett Diesel, Pfeffermühle und so weiter auch die Regierung kritisiert werden. Das findet durch Kabarettisten, sind wir beim öffentlichen Rechtlichen, ich gucke sie mir alle an, im öffentlichen rechtlichen Fernsehen nicht mehr statt. Da gibt es dann solche eher Privatveranstaltungen. Müssen Sie mal im ZDF die Anstalt gucken, da werden Sie ein sehr kluges Gut. Kabarett sehen. Okay. Kann ich nur sagen. Ja. Auch regierungskritisch. Das ist schon mehr als regierungskritisch. Gut. Dann habe ich lange nicht geguckt. Mhm. Ich bin ja auch lernfähig. Nein, aber der ernste Kern ist ja, dass man wirklich diese Formulierung immer öfter hört. Ich habe das auch schon mal zu einem CDU-Politiker gesagt, der saß auch schon hier, der mit Frau Schawan, was glaube ich, irgendwie auf einer Wahlkampfveranstaltung war, dann zu uns kam und sagte, wir waren bei den Menschen. Nicht da draußen. Merkt
merken das bestimmte Politiker, also so nach dem Motto, wir sind ja nicht Menschen, aber wir waren mal bei den Menschen. Ja, wir sind, weiß ich nicht, die, wer hätte auch sagen können, wir waren mal bei den Tieren oder so. Also offensichtlich eine andere Spezies. Und das merken aber unsere, jetzt sage ich mal, Leute, unsere Landsleute. Ist das nicht eine Gefahr, die man so schnell wie möglich, damit uns der Zusammenhalt nicht verloren geht, korrigieren muss? Also vielleicht kann man das so sehen. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, wir sollten wirklich sehr, sehr genau hingucken, warum Demokratie und unsere Form des Zusammenlebens, das ist es ja letztlich. Ich meine, Demokratie ist lediglich erfunden worden, um Meinungsunterschieden und Interessenkonflikte, die es immer geben wird. Ich glaube, hier sitzen 100 Leute drin und hier wird es 100 unterschiedliche Interessen geben. Die können sich an der Nachbarschaftshecke ausleben, die können sich am Bauvorhaben des Nachbarn ausleben, die können sich in politischen Grundeinstellungen ausleben oder wie auch immer. Und Demokratie ist lediglich erfunden worden, um diese Unterschiede, diese Meinungsdifferenzen nicht mehr mit der Keule oder mit dem Schwert zu entscheiden, sondern in einer Diskussion und um einen Kompromiss zu finden, der immer lauwarm ist, überhaupt keine Frage. Ein Kompromiss wird immer lauwarm sein. Ich gehöre zu den vehementen Verfechtern eines lauwarmen Kompromisses, weil wenn ich mir Leben, wir sind wieder bei der Biomedizin, anschaue, Leben findet am besten bei 37 Grad Celsius statt, bei 42 ist es schon fast tot und bei 34 ist es auch tot. Also Leben ist lauwarm, alles im Leben, was gut geht, ist lauwarm. Aber das hat auch was mit Toleranz zu tun. Sie haben eine heiße Beziehung zu einer schönen Frau, wenn die so heiß bleibt, geht sie irgendwann auseinander, wenn sie ein bisschen lauwarmer wird, kann sie halten. Das ist im Leben, ja, das ist so, das wird im Leben immer so sein. Es gibt heiße Temperaturen, hältst du kurz aus, aber ja, nicht lange. Also. So, und deshalb sage ich mal, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn so lapidar gesagt wird, ich sage es jetzt mal verkürzt, ich fasse das mal zusammen, Politiker sind weltfremd und doof. Ich will es mal versuchen. Nee, nicht alle, nein, Sie beweisen gerade, dass Sie es nicht sind. Ja, Vorsicht. Ich gehöre trotzdem seit Jahrzehnten dazu. Ja. Ich sag mal, es gibt ja noch eine Steigerung davon, die höre ich sehr oft, auf vielen Veranstaltungen. Parteien, frage ich dann immer, gehst du rein? Habe jetzt gerade mit Schülern gesessen, nö, Parteien sind doof. Dann fragst du mal ein bisschen näher. Übrigens, ich widerspreche nicht mal, weil wenn keiner mehr Lust hat, in eine Partei einzutreten, ja, wären Parteien nicht klüger, sondern döver. Und wenn wir, um es mal ganz konkret an der Sozialdemokratie in Brandenburg auszumachen, wir regieren hier im Land seit 26 Jahren, stellen diverse Landräte noch dazu, Kreistagsmitglieder und so weiter. Wir sind 6.000 Mitglieder, wir wissen alle, davon sind 3.000 aktiv, von den 3.000 haben 2.000 ein Amt. So, und nun frag mich mal, wie daraus eine Bestenauslese kommen soll. Wenn du heute in einer kleinen oder mittleren Stadt Brandenburgs einen Bürgermeister wählen willst, ist es nicht selten so, nicht selten, nicht immer, aber nicht selten, dass erst gar keiner will und dann will einer und dann stürzen sich drei Parteien auf den und sagen, du bist auch mein Kandidat. Ja. Das ist ja inzwischen so. Ja. Und wenn wir nicht dazu kommen, da sage ich jetzt mal, gebe ich mal als Politiker auch was zurück, jetzt mal an die Bürger, da draußen, wie Sie gesagt haben, die da sitzen. Wenn keiner mehr Lust hat, am Ende irgendwann mitzumachen, und zwar wissend, dass das Mitmachen mühsam ist, lauwarm, zäh und langwierig, wird irgendwann diese Demokratie wirklich leiden und am Ende kaputt gehen. Die Demokratie, das ist der Unterschied, Diktatur lebt hervorragend, wenn alle sich raushalten, für einen Diktator ideal. Demokratie geht kaputt, wenn keiner mehr mitmacht. Und in so einer Phase sind wir ein bisschen. Und wenn wir da nicht rauskommen und wenn da keiner mehr wirklich Lust hat, sich auch in, weil wir sind nun mal, so doof das für manche klingt, unser Grundgesetz hat vorgesehen, aus gutem Grund, eine Parteiendemokratie. Parteien stellen am Ende die Parlamente. Nicht in der Gemeinde, aber im Land und im Bund. Man stelle sich mal vor, 600 Kandidaten müssten einzeln gewählt werden, ohne Partei, mit ihren Sichten und daraus willst du am Ende als Kanzler Politik machen, geht gar nicht. Wenn wir das nicht hinkriegen in den nächsten 10, 20 also Jahren. Sie meinen jetzt das Thema Volksentscheid? Ich meine, ich bin ein vehementer Verfechter der repräsentativen Demokratie.
die ja heißt, ich wähle jemanden, dem ich vertraue, und für 4 Jahre kriegt er mein Vertrauen und soll die Entscheidung treffen. Ja. Weil ich glaube einfach nicht bei der Komplexität. Also ich betreue Abgeordnete oder diskutiere mit Abgeordneten, die sich mit dem Thema Russland beschäftigen. Ja. Alleine dort alle Facetten langsam aufzunehmen, kannst du nicht von jedem der 600 Bundestagsabgeordneten verlangen, weil dann hätten sie von früh bis abends alleine mit dem Thema zu tun. Wenn wir also nicht in der Lage sind, anzuerkennen, dass Verantwortung auch zeitweise delegiert werden muss, das heißt ja repräsentative Demokratie, dieses Vertrauen nicht entwickeln und Parteien nicht so gestalten, dass sie wieder Mitgliederparteien, also dass viele Leute reingehen, dann wird es ganz schwierig mit der Demokratie, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Aber der Trump-Effekt, ganz neue Meldung von heute, hat schon zum Gegenteil geführt, was Sie gerade sagen. Es treten Leute in Parteien ein. Ne? Ja, hat wohl gehört. In den Tagen unmittelbar als direkte Wahl, ich rede jetzt mal nur von der SPD, weil auch nur die SPD aufgeführt wurde, nicht, dass man wieder sagt, ist der doch, hat der doch ein SPD-Parteibuch oder so versteckt, hat wohl in vielen Bundesländern spontane Neueintritte, das erklärt man sich so wegen, also auch so ein Effekt kann entstehen. Und das Thema habe ich gleich weitergeblendet, Volksentscheid haben Sie eigentlich schon beantwortet. Jetzt haben wir aber wieder ein ganz aktuelles Beispiel. Gestern ist was passiert, und zwar in Deutschland jetzt. Gestern ist Herr Steinmeier festgelegt worden. So empfinden das jedenfalls die Menschen da draußen. Man kommt gar nicht auf die Idee, den Bundespräsidenten zu wählen. Da könnte man ja vielleicht mal eine Ausnahme machen, den könnte man ja mal direkt wählen. Oder, das wäre die Frage, man könnte wenigstens, weil über Demokratie, wie verstehen die Politiker Demokratie und wie verstehen die Leute Demokratie? Das ist ja nochmal ein extra Abend. Müssen die Politiker den Leuten sagen, was Demokratie ist? Oder dürfen die Leute richtig mitmachen? Ja, das ist ja gerade so das Thema, was diskutiert wird. Aber ist das jetzt nicht gerade in dieser Zeit das völlig falsche Signal? Warum kann nicht, ich sage es mal ganz konkret, ich rede gar nicht von einem Volksentscheid, warum kann nicht jede Partei, die im Bundestag vertreten ist, einen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen und der wird dann, ich glaube, im Bundesrat oder im Bundestag, das weiß ich nicht. Bundesversammlung. In der Bundesversammlung ist es dann, ja, genau. Ich wusste, dass es nicht der Bundestag ist, gewählt. Nein, der wird lauwarm festgelegt, sage ich jetzt mal, um mit Ihren Worten zu sagen. Das heißt also, CDU und SPD, Sie haben es ja schon gesagt, die CDU ist eine andere Art SPD, setzen den Leuten Herrn Steinmeier, ein Apparatschik, wie den viele nennen, ein Vertreter des deutschen Establishments, wird jetzt festgelegt, weil die Wahl ist ja dann Formsache. Ist das das richtige Signal im Augenblick? Widerspruch in allen Punkten, euer Herr. Ja? Ja. Dafür sitzen wir hier. Also erstens, sage ich mal, die Väter unseres Grundgesetzes haben sich sehr genau überlegt, warum sie den Präsidenten, den Bundespräsidenten, seinerzeit Reichspräsidenten, nicht direkt wählen lassen. Aus der Erfahrung, man darf ja aus Erfahrung auch klug werden. Die Direktwahl hat damals in einer spezifischen Situation Deutschlands zu der Wahl von Paul Hindenburg geführt. Hindenburg hat den direkten Weg zu Adolf Hitler geebnet, das darf man nicht vergessen. Und dann wurde im Grundgesetz festgelegt, dass dieser deutsche Bundespräsident nicht mehr direkt gewählt wird, aus dieser Erfahrung heraus, sondern von der Bundesversammlung. Da sind die 600 Bundestagsabgeordneten und dann noch 600 Leute aus den Ländern. Die Brandenburger schicken zum Beispiel zur Wahl des Bundespräsidenten Sebastian Prendl, den Kanu-Olympiasieger, und auch noch andere Leute aus dem gesellschaftlichen Bereich. Ich finde das sehr okay. Also der erste Widerspruch, ich finde die Art der Wahl eigentlich eine gute und aus der deutschen Geschichte heraus auch eine sinnvolle. Ich habe ja von einer Wahl geredet in der Bundesversammlung. Ja, aber weil Sie ja sagten, warum nicht? Aber nicht die Wahl, nur... Ich komme ja noch dazu, okay. Gib mir 2 Minuten. Ja. Zweiter Punkt ist, wenn ich mir Frank-Walter Steinmeier angucke, ist er, Apparatschik war gerade das Wort, man muss ihn einfach erleben. Ich kann nur empfehlen, ihn zu erleben, ihn genau zu beobachten. Er ist nicht nur ein kluger, nicht nur ein sehr weitsichtiger, nicht nur ein Mensch mit sehr viel Empathiemöglichkeiten auch,
sondern er ist wahrscheinlich in der Situation, in der sich unsere Welt derzeit befindet. Wir werden in den nächsten Jahren massive außenpolitische Probleme haben. Die werden aus allen Ecken kommen. Sie kommen ja schon. Das wird alles noch mehr werden. Und wir werden zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren uns wieder mit Fragen der Friedenssicherung auf dieser Welt auseinandersetzen müssen, weil die Frage rollt auf uns zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann ich mir, wenn ich mir alle angucke, die es hier gibt, keinen besseren Bundespräsidenten vorstellen als Frank-Walter Steinmeier für diese Situation, der weltweit eine unheimliche Reputation genießt, der in dem Fall auch das Handwerk versteht, was man auch verstehen muss. Und weil der kann die Leute anrufen, die wichtig sind. Und wenn ein Bundespräsident irgendeine Zuständigkeit bei uns hat, dann eine außenpolitische. Und deshalb bin ich sehr froh. Und der dritte Punkt ist, ich habe bei Angela Merkel allerhand auszusetzen. Aber dass sie die Idee Steinmeier mitgetragen hat. Es war ja nicht die Idee. Das finde ich, sie hat es mitgetragen. Das finde ich eine ihrer besten Ideen. Ja. Und da ist mir auch egal, also dass sie es nur gemacht hat. Doch eine Idee von Frau Merkel? Nein, eben nicht. Sie hat sie mitgetragen, sage ich. Es war nicht ihre Idee. Also Frau Merkel hat keinen Kandidaten gefunden. Ja, meine ich doch. Die hatte keinen. Und weil sie keinen hatte, war sie klug genug, man darf doch auch mal sagen, nee, ich habe keinen besseren. Also wir sagen, guck mal, wenn Sie jetzt, ich kann mir doch alle Kommentare auch von Moderatoren auf solchen Bühnen schon vorstellen. Sie hätte irgendwen jetzt per Krampf gefunden, hätte den gegen Steinmeier gesetzt, weil sie CDU muss ja wen finden, der gegen den Sozialdemokraten steht. Dann hätten alle wieder kommentiert, lernen die das nicht mal, ein bisschen Gemeinsamkeit, Zusammenhalt. Jetzt hat sie es anders gemacht, stimmt, ist auch wieder nicht recht. Irgendwie kann sie machen, was sie will und es stimmt nicht. Ich finde die Entscheidung von ihr gut und vertrete die voll mit. Wenn es dem Zusammenhalt der Gesellschaft dient, davon gehen wir jetzt mal aus, wobei ich jetzt Steinmeier gar nicht so die Person Steinmeier meinte. Ich muss mich ja bemühen, mit Blick auf die Uhr nicht alles. 73%. Nicht die Person meinte, ich meinte nur das Prozedere, Herr Blaczek. Aber gerade als Außenminister kann er doch, wenn es jetzt um Frieden geht und so weiter in den nächsten Jahren und um außenpolitische Probleme, kann er da nicht mehr als Außenminister ausrichten, als jetzt so als Bundespräsident so. Ich glaube, dass der höchste Repräsentant. So ein bisschen wie ein König ist das ja dann immer. Ja. Der höchste Repräsentant des Landes wird in den nächsten Jahren wichtig sein. Und es wird, da braucht man jemanden, auf den die Menschen hören im Land, dessen Wort sie ernst nehmen. Und das ist bei ihm gegeben. Und ich sage mal, ich glaube, Frank-Walter Steinmeier hätte auch jede Volksdirektwahl jederzeit überstanden, wenn ich die Zahlen lese, die da so zu lesen sind. Ja, eben. Ja, aber trotzdem bin ich für das Prinzip, was das Grundgesetz vorsieht. Kann man es ja auch mal riskieren, können. Frank-Walter Steinmeier ist sicher als Person für dieses Amt über jeden Zweifel erhaben. Ich kann Ihnen übrigens mal aus ganz privaten Erfahrungen von ganz vielen Jahren sagen, der ist ein richtig guter Kerl. Und ich bin sehr froh, dass wir so einen guten Kerl als Bundespräsidenten kriegen. Ja, so kommt er auch. Und jetzt springen wir, obwohl Sigmar Gabriel, wie wir davor erfahren haben, man dachte, Sigmar macht so ein bisschen ein Schachspiel, dass er einen sehr geeigneten Kandidaten als Bundeskanzler jetzt mal da erstmal zum Bundespräsidenten schiebt und dann einen weiteren Kandidaten, Bundeskanzlerkandidaten, nämlich Martin Schulz, empfiehlt als Außenminister. Und jetzt haben wir kurz davor gehört, das will Martin Schulz nicht. Wie kommentieren Sie das? Also erstens soll man mit diesen ganzen Nachrichten der letzten Stunden sehr vorsichtig sein. Zweitens jede Stunde. Jeder, der Martin Schulz kennt, weiß, dass er mit Leib und Seele und Haut und Haar Präsident des Europäischen Parlaments ist. Und Martin Schulz kann man anrechnen, dass er dieses Europäische Parlament aus der Situation, dass keiner kennt es, hochgehoben hat zu einer mittlerweile bekannten und geachteten demokratischen Institution in Europa. Das hat mit diesem Präsidenten eine Menge zu tun. Ja. Und drittens muss man einfach konstatieren, dass er auch ein guter Außenminister wäre und dass es nicht vorwerfbar ist von Sigmar Gabriel als Parteivorsitzenden, weil der Posten des Außenministers muss ja nun mal besetzt werden, wenn Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident wird und dann muss er sich Gedanken machen. Und dass man da auf Martin Schulz kommt, finde ich überhaupt nicht abwegig.
Ja, aber jetzt will er es nicht werden. Warten wir doch mal ab. Abwarten, gut. Das ist alles noch kalter alles Kaffee, ja. Aber er wäre, irgendwas müssen wir ja in dieser Zeit, also wir wollen uns ja hier nicht Kugeln zuholen, ja, da kommt ja irgendwann keiner mehr. In dieser Zeit kann man ja doch sagen, dass Martin Schulz durchaus ein geeigneter Kandidat als Bundeskanzler wäre. Oder läuft dann doch alles zwangsmäßig auf Sigmar Gabriel hinaus? Quatsch. Erstens, wenn er Außenminister wäre, kann die Partei und Sigmar Gabriel ist der Vorsitzende sagen, und du bist jetzt unser Kanzlerkandidat. Das ist ja nur temporär, ja klar. Und dann wird er Kanzlerkandidat und dann statt Außenminister später Kanzler. Genauso kann Sigmar Gabriel sagen, ich mach's und du bleibst Außenminister und wir machen das zusammen. Sie können auf jeden Fall davon ausgehen, dass die beiden, ist ja in Parteien nicht immer so und manchmal ganz schwierig, wirklich persönlich eng befreundet sind und da wird keiner dem anderen ein Bein setzen. Und von daher muss man mal abwarten. Das wissen die Leute ja auch. Ein bisschen nicht, Spannung kann ja auch mal sein. Gut. Und vor allen Dingen alles nur innerhalb der SPD. Ja, das ist ja. Die andere Partei scheint im Augenblick so ein bisschen Probleme zu haben, sich zu sortieren. Und die Kanzlerin hat ja auch alle, die da gefährlich werden könnten, wegsortiert. Die liegen inzwischen am Wegesrand und sie ist relativ alleine. Ja, ist einfach so. So, jetzt haben wir die aktuelle Situation zu dieser heißen Zeit in Deutschland, glaube ich, zumindest ziemlich ausführlich besprochen. Jetzt zu Russland. Was hat Sie geritten? Sie sind am 19.03.2014 einstimmig übrigens, das finde ich dann in so einem Forum auch wieder gut, zum Vorsitzenden des deutsch-russischen Forums gewählt worden und haben sich dann sofort richtig harsche Kritik eingehandelt, unmittelbar danach. Sie wissen, was ich meine, im November schon. Kanzleramt und Auswärtiges Amt meint, da muss man mehr Kritik an Russland ran und Platzig soll Einfluss verlieren, so steht es jedenfalls in den Medien. Und da soll sich auch Frau Merkel, Steinmeier soll sie verteidigt haben und Frau Merkel soll sich gegen ihn durchgesetzt haben. Was hat sie geritten, jetzt mal ganz ernsthaft, auf nach ihren ganzen aufreibenden politischen Funktionen, diese jetzt doch immer wichtiger werdende Funktion anzunehmen? Wie immer im Leben nicht nur eine Sache. Also einmal habe ich das Glück gehabt, groß zu werden in Potsdam, in einer Ecke, wo tausende Russen gelebt haben. Potsdam hatte ja 30.000 russische Offiziere und Soldaten als relativ kleine Stadt. Und ich sage mal, als Heranwachsender, links und rechts von uns in den Häusern wohnten nur Russen, war das für mich ein Erlebnis, also freundlicher Mitmenschlichkeit, war einfach so. Die Hunde übrigens, die hatten alle Schäferhunde, die hießen komischerweise alle Murat. Wenn du Murat gerufen hast, kamen 10 Schäferhunde an. War irgendwie so. Zweites Glück in dieser Richtung war, übrigens, es roch in diesem Stadtviertel, da hinten Berliner Vorstadt an der Klinikerbrücke immer, manche werden das noch kennen von den Älteren, nach diesem ganz spezifischen Benzin, was völlig verschwunden ist. Das hatten nur die Russen im Tank, warum auch immer. Das war ein ganz spezieller Geruch. Gab's in Cottbus auch? Den habe ich in Russland jetzt erst wieder getroffen, in der tiefsten Provinz. Da scheinen die so ein Zeug immer noch zusammenzumischen und damit dann Auto zu fahren. Zweites Glück war, ich hatte eine Russischlehrerin, die mit Leib und Seele ihr Fach gelehrt hat. Und zwar, wie ich mir so einen Ideallehrertyp vorstelle, nicht nur das, die Sprache, sondern die hat uns heranwachsen. Wir waren ja schwierige Kunden in dem Alter. Mit Film, mit Musik, mit Kultur, mit Literatur, hat uns in die damals eigentlich gefürchteten sowjetische Filmkunst immer reingeschleppt, die ich dann teilweise sehr geliebt habe. Leuchte, mein Stern, Leuchte war Jahrzehnte mein Lieblingsfilm, auch so ein richtiger sowjetischer Kostum Schinken. Oder? Nee, aber nahe bei. Oder ich sag mal, wer russische Musik, wo ja der Mut zur Seele da ist, mehr als bei anderen. Ja. Mich hat das nie verlassen. Das war die Basis, die Folie, sage ich mal. Ich war dann auch viel, habe auch mein Praktikum in Russland gemacht in den 70er Jahren. Es war die Zeit der Freundschaftszüge und der BAM und was weiß ich nicht alles. Und dann hatten wir als Land Partnerregion in Russland, wo ich dann auch häufiger war. Und der zweite, das war die Folie, auf der das gut wachsen konnte. Und das zweite war, ich habe dann, als ich aus dem Amt war, meinen Kindern gesagt, ich will was machen künftig,
wir kriegen jetzt immer mehr Enkel, wir haben jetzt schon 5, wo ich gesagt habe, ich möchte das Glück, was ich hatte, was meine Generation hatte, was in Europa bisher singulär ist, über 60 Jahre in Frieden zu leben hier, hat es ja noch vorher nie gegeben, dass ich einen kleinen Beitrag jetzt leiste, ehrenamtlich, dass das euch vielleicht auch widerfährt. Und meine Einschätzung war, und die hat sich leider noch mehr bewahrheitet, als ich das damals 2013 schon gesehen habe, dass das Verhältnis zu Russland da ein Schlüssel ist. Weil es wird keinen Frieden in Europa geben, wenn wir das Verhältnis zu Russland nicht einigermaßen ordentlich halten. Und deshalb habe ich mich diesem Thema gewidmet, ohne zu wissen, dass es dann so eine Brisanz kriegt, wie es dann jetzt bekommen hat. Aber deshalb mache ich es aus wirklicher Überzeugung. Vielen Dank und schön, dass Sie das machen. Und machen Sie es auch noch lange, aber wir wollen jetzt auch noch mal direkt in die Inhalte gehen. Sie sind ja, vielleicht müssen wir irgendwann mal wirklich die Zeitrechnung in vor der Trump-Wahl und nach der Trump-Wahl ein. Also ich habe so langsam das Gefühl zumindest, also vor der Trump-Wahl sind Sie ja vehement als sogenannter Putin-Versteher kritisiert worden. Und jetzt haben Sie mir in unserem Vorgespräch mal Ihre Sicht auf Putin klargemacht, mir mal erklärt. Und das wäre schön, wenn Sie das auch unserem Publikum nochmal sagen würden. Und Sie sind in die 90er Jahre, wenn ich Sie erinnern darf, zurückgegangen. Die 90er Jahre in Russland und Ende Sowjetunion. Na, ich glaube, Putin kann man nur erklären, wenn man sich die jüngere Geschichte Russlands anschaut. Wir haben die 90er Jahre waren die Jahre der Marktwirtschaft, der Liberalisierung, der Privatisierung. Alles europäische Werte, alles Werte unserer Gesellschaftsauffassung und im Wesentlichen positiv besetzt. Wer diese Werte heute bei Reden, bei Diskussionen in Russland verwendet, erntet vorsichtig gesagt Unverständnis, weil, also wenn er sie positiv besetzt, weil diese 9 Jahre von 90 bis 99 sind für Russen in den letzten Jahrzehnten die traumatischsten Jahre, die sie erlebt haben. Weil alles zusammengebrochen ist, weil diese schnelle Liberalisierung und Privatisierung die Spaltung der Gesellschaft in wenigen Jahren massiv befördert hat. 10% Oligarchen, Milliardäre, nicht Millionäre und 90%, die kaum über den Tag kamen. Also 90er Jahre, das hat sich jetzt geändert. Und 98 war dann der Showdown, da wurden dann die Konten auf Null gestellt. Und Renten wirklich nur noch sporadisch gezahlt, öffentliche Gehälter auch. Und man stelle sich einfach mal vor, weil auch die russische Gesellschaft, was die Menschen angeht, ist nicht anders als unsere. So was wäre bei uns passiert. Plötzlich wären alle Konten, alle Ersparnisse weg und Renten kriegst du nur noch mal, wenn in der Staatskasse gerade was drin ist. Das war die Jelzin-Zeit, die Zeit der Liberalisierung und der Demokratisierung. Und dann kam Putin als Präsident und hat in 5, 6 Jahren es geschafft, dass wieder Gehälter gezahlt wurden, dass die Währung wieder was wert war, dass die Gesellschaft sich stabilisiert hat. Und dann haben mir selbst liberale Freunde gesagt, ich war damals oft drüben, schlicht und ergreifend, was nützt mir deine Presse- und Redefreiheit, wenn ich für meine Kinder nichts zu fressen habe? Das muss man einfach realisieren und das muss man ernst nehmen. Und Putin hat dieses Land erstmal wieder auf den Status gebracht, dass es funktioniert hat. Heute sagt Also da ist heute keine Not mehr. Es ist wirtschaftlich schwierig, aber es gibt überhaupt keine Not. Das heißt, es ist alles geregelt, es ist ein gewisser für russische Verhältnisse Wohlstand in vielen Sphären vorhanden. Und das wird diesem Präsidenten erstmal zugerechnet. Und deshalb verstehen bei uns viele nicht, dass der trotz der Krise, die jetzt auch in Russland ist, immer noch bei 75% Zustimmung liegt. Selbst bei freien Meinungsforschungsinstituten ist das relativ deutlich. Der hat, wenn der kandidiert, 2018 nicht das geringste Problem, auch in einer völlig demokratischen Wahl wiedergewählt zu werden. Und damit sollten wir mal zurechtkommen und uns abfinden. Und deshalb habe ich auch eine gewisse Reserviertheit dagegen, dass alle anderen, die irgendein Amt haben, mit Präsident Müller, Präsident Meyer genannt werden und bei Putin heißt es immer Kremlherrscher Putin. Im Reich Putins, das trifft den Kern dessen, was in Russland stattgefunden hat, einfach nicht. Und deshalb sollten wir uns da auch ein bisschen zügeln und zur Normalität wenigstens finden im Verhältnis zu Russland. Völlig d'accord. Meine Frau ist Russin. Ich weiß nicht, ob Sie meine Frau kennen, ist Russin. Also ich weiß es persönlich sehr gut, wie sich das entwickelt hat und wie es auch jetzt selbst in Sibirien
da lebt meine Schwiegermutter, zugeht und dass es da ordentlich zugeht, was sich ja viele Deutsche aufgrund dieser einseitigen Darstellung, die aber sehr traurig ist und auch gefährlich werden kann, nicht vorstellen können. Und schön, dass Sie nochmal erwähnt haben, dass Putin sich nicht an die Macht geputscht haben. Ich glaube, bei einer Umfrage in Deutschland würden das viele ankreuzen, sondern in einer für Russland demokratischen Wahl gewählt wurde. Und jetzt beamen wir noch mal zurück in die, ich nenne sie mal Putin-Schröder-Zeit. Mhm. In dieser Zeit gab es diese historische Rede, ich glaube, es war 2001, im Deutschen Bundestag, wo Putin in einem sehr guten Deutsch, nicht das, was manche deutsche Bundestagsabgeordnete da abliefern, ich rede jetzt nur über die deutsche Sprache, nicht über den Inhalt, ein Angebot gemacht hat, das kann man, glaube ich, so sagen, ein Angebot gemacht hat, lasst uns in Europa, also damit meinte er auch die EU, zusammenarbeiten, lasst uns auch ein gemeinsames Militärbündnis machen, wir stehen nicht gegen euch. Und dann gab es sogar, denen das nicht passte, besonders damals den Amerikanern, die unter Schröder die Achse Paris-Berlin-Moskau. War das ein Grund dafür, dass Gerhard Schröder die Wahlen dann nicht mehr gewonnen hat? Nee, ich glaube eher, dann hätte er sie noch. Das war eher ein Grund, dass er sie relativ gut abgeschnitten hat, glaube ich. Mhm. Also zum wenn Schluss, man mal. Zum Schluss fast gewonnen hätte. Ne? Dass er sie fast gewonnen hätte. Genau, ich erinnere mich. Ich glaube, was ich uns vorwerfe, uns jetzt mal im Allgemeinen der Westen, EU und USA. Putin hat 2001 ein Angebot gemacht und wir haben es nicht angenommen. Ich bin der festen Überzeugung, so wie ich die Russen gekannt habe und kenne, das war erstens ernst gemeint, sie waren sehr europazentriert damals. Ja. Und er hat eigentlich zwei Hauptbitten nur gehabt. Sicherheitsarchitektur bitte mit uns gemeinsam auf Augenhöhe. Ich hab jetzt Militär gesagt, und der Wirtschaftsraum zwischen Vladivostok und Lissabon, lasst ihn uns gemeinsam entwickeln für unser Fortkommen. Der Wirtschaftsraum ist untergegangen, das hat ganz viele Gründe, wir werden Historiker noch viele Bücher zu schreiben, im allgemeinen sonstigen Tun, sage ich jetzt mal, das war nicht mal bösartig, das waren eher Versäumnisse unterschiedlichster Art mit amerikanischer Assistenz. Die Sicherheitsarchitektur ist, weil sie nicht in amerikanischem Interesse war, komplett an USA-Interessen gescheitert. Die Antwort aus Washington war, den Raketenabwehrschirm zu bauen. Also das Gegenteil von dem, was Putin sich gewünscht hat. Dieser Raketenabwehrschirm, hieß es immer, der ja in Polen und Tschechien stationiert ist, wäre gegen den Iran gerichtet. Da hat Putin damals gar nicht doof gesagt, das machen wir mit, dann stellt ihn doch im Kaukasus auf. Das ist viel sicherer, sind wir viel näher dran am Iran. War er natürlich nicht, ist klar, weil. Und dann ist ja das Iran-Abkommen geschlossen worden. Da hat Putin nochmal den Finger gehoben und hat gesagt, jetzt ist ja mit dem Iran alles geklärt, dann braucht ihr den ja nicht mehr. Natürlich wird er gebaut, weil er eigentlich gegen Russland ist. Die Tragik, die vielleicht erst in ein paar Jahren richtig deutlich wird, ist, dass dieses Angebot nur ein relativ kurzes Zeitfenster war, wo die Russen noch sehr auf den Westen bezogen waren. Das ist dann immer weniger geworden. Ja. Es gab ja die berühmte sogenannte Wutrede 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Und es sind leider in Russland in Folge ganz viele Dinge passiert, insbesondere was Umgang mit der Zivilgesellschaft angeht, was mit gesellschaftlichen Organisationen angeht, mit innerer Demokratie und, die mich zumindest sehr beschweren, weil sie, glaube ich, auch Russland nichts nutzen, weil sie die Gesellschaft enger machen, weil sie abschließen. Also so ein klassisches sich abschotten von allem und jedem, Angst haben vor allem und jedem. Das ist Putin vorzuwerfen, das werfe ich ihm auch vor, aber wir sollten nicht verkennen dabei, dass wir ein Riesendefizit hatten. Wenn wir damals sein Angebot aktiv aufgenommen hätten, hätten wir Russland heute nahe an Europa, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Haben wir versäumt. Genau darauf wollte ich hinaus, da sind wir wie Brüder im Geiste. Denn man muss ja ganz deutlich sagen, dass dieses Angebot und diese Rede, und das hat er ja noch ein paar Jahre versucht zu verfolgen, weit vor den
ich sag mal in Anführungsstrichen, bösen Dingen Krim und Ostukraine stattgefunden hat. Und war es vielleicht auch der dann sehr negativen Reaktion der USA, und dann nach Schröder gab es natürlich die Männerfreundschaft nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was daran schlecht gewesen sein soll. Denn wenn sich Staatsmänner gut verstehen, dann kommt auch vielleicht was raus. Sind ja nun mal auch Menschen. Dass dann praktisch, wie das so in der russischen Mentalität ist, nach Fest kommt ab, nachdem man immer wieder die Hand ausgestreckt hat und immer wieder Frau Merkel, obwohl, also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, dass Frau Merkel demonstrativ, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, meine Damen und Herren, obwohl sie sehr gut Russisch spricht und in Russland auch wohl einen ganzen Teil studiert hat, denn das lernt man erst, wenn man da ist, demonstrativ auf den Dolmetscher verzichtet wohl, das soll so sein, auf einen Dolmetscher besteht, ja, obwohl sie beide keinen bräuchten. Da sieht man schon, dass sie immer wieder eine Wand hat. Und man sieht auch den Einfluss zumindest der damaligen amerikanischen Administration, dass sie die amerikanische Linie gegen Putin durchgezogen hat. Ich glaube, wir haben bis heute, unterliegen wir in der Einschätzung dieses großen Landes, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist immer noch das größte Land der Welt, auch ohne die Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Man fliegt nach Kamtschatka 10 Stunden und ist immer noch über russischem Gebiet. Zwei Dinge haben wir zu wenig beachtet. Erstens, auch Russland hat keine monolithische Gesellschaft. Das heißt, auch Putin ist nicht der Herrscher über alle Russen und kann machen, was er will. Das denken wir immer. Ja. Er muss sehr genau gucken, wie sich gesellschaftliche Stimmungen entwickeln, wie sich die Kraftverhältnisse entwickeln. Natürlich gibt es auch in Russland zig Leute, die warten drauf, diesen Job zu haben und ihm nicht wohlgesonnen sind. Übrigens, selbst Lev Gutkov, das ist der Chef des freiesten Meinungsforschungsinstitutes in Russland, der jetzt gerade von Putin leider auch mit dieser NGO-Gesetzgebung gequält wird, der hat uns gesagt, glaubt man nicht, wenn Putin aufgehört hat, aus dem Hubschrauber fällt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, dass danach ein Präsident gewählt würde in Russland, der europäischer, westlicher, liberaler oder sonst was ist, sondern ihr würdet das Gegenteil kriegen. Das sagt selbst Lev Gutkov. Ne? Das muss man sehen. Also wir unterschätzen, dass es dort Gegenkräfte gibt, die sehr nationalistisch sind, sehr orthodox. Die russisch-orthodoxe Kirche hat eine unheimliche Machtposition mittlerweile wieder in Russland. Und ich sage mal, mit dem, was wir unter gesellschaftlicher Entfaltung verstehen, relativ wenig am Hut haben. Das Zweite, glaube ich, was für mich so, ich denke ja auch oft drüber nach, wie konnte es dazu kommen, dass diese Entfremdung so massiv wird, wie sie jetzt ist. Wir haben gedacht, weil wir so ein bisschen selbstherrlich in der Überzeugung leben, wir haben die besten Werte, die beste Demokratie, die beste Wirtschaft, überhaupt das beste System, was es auf der Welt gibt. Also müssen alle anderen auf dieser Welt, ob Russen oder Chinesen, genauso werden wie wir, und haben nicht bewertet, dass andere Historien, andere Traditionen, andere Mentalitäten, andere Herangehens- und Denkweisen vielleicht zu anderen Wegen führen können, als wir sie bisher hier in unserem gut funktionierenden Europa haben. Und weil wir, diese Erkenntnis wächst jetzt ganz langsam in uns, dass da irgendein Denkfehler gewesen ist. Und jetzt müssen wir den Respekt entwickeln vor anderen Wegen, vor anderen Sichten. Und das wird ein ganz schöner Lernprozess für alle Seiten werden. Und ich hoffe, dass wir den bewältigen und dass am Ende was Gutes bei rauskommt. Zum Schluss springen wir, vielen Dank für das Statement. Zum Schluss springen wir aber, wir haben schon telefoniert diese Woche, und wir springen jetzt in die letzte Woche, nämlich wieder zur Trump-Wahl. Ja, ich traue es mir schon gar nicht mehr zu sagen, aber er hat ja nun mal stattgefunden. Sie waren in Moskau, als die Trump-Wahl stattfand. Und ich glaube, Sie waren auch mit dem russischen Außenminister Lavrov am Tag davor. Waren am Tag davor zusammen. Jetzt berichten Sie uns einfach mal, was ist da passiert? Wie ist es da aufgenommen worden? Wie habt ihr darüber in Russland gesprochen? Sie sind ja erst Ende der Woche aus Russland zurückgekommen. Ne? Ist nur kein Wunder, dass Russen das anders aufgenommen haben als wir. Also wir haben... als unsere Regierung. Ich war am Tag nach der Wahl, also am Tag davor ging es ja um Hillary, da war klar, war allen klar, dass die gewinnt. Die russische Sicht, im politischen Spektrum fast flächendeckend war, dass die Wahl von Hillary Clinton die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung vergrößert. Ich sage es mal sehr vorsichtig. Ja. Manche haben das drastischer formuliert. Ja. Bringt uns den Dritten Weltkrieg näher und.
Als Trump dann gewählt war, am Mittwoch waren wir da im Ministerium unterwegs, da gab es schon dieses und jenes Sektglas, was man da auf den Tischen sah. Tatsächlich? Ja, das ist auch normal. Weil waren die Russen wirklich überrascht? Nein, das ist, nicht, ist kein Trump, das ist kein Fantum für Trump, sondern die Erleichterung, dass Hillary nicht Präsidentin geworden ist. Das war es eher. Ja, das glaube ich auch. Allerdings trifft man, wenn man mit verantwortlichen Leuten trifft, auch sehr differenzierte, zurückhaltende Meinung. Es gibt ein Mainstream, wenn man das so will, im russischen politischen Spektrum, der derzeit sagt, es könnte sein, dass die Person Trump und die Person Putin schneller zusammenfinden, als jemals Hillary Clinton und Wladimir Putin zusammengefunden hätten. Die hätten gar nicht zusammengefunden. Und da denkt man, das könnte schneller zusammenfinden. Und dann gibt es noch etwas, was ich gar nicht so toll finde, aber was wahrscheinlich so eine Tendenz in der Politik derzeit ist, dass sie sagen, die Russen konzentrieren sich deutlich immer mehr auf ihre direkte Sphäre und gar nicht mehr so weltweit. Und der Trump hat ja auch gesagt, ich will mich um Amerika kümmern und nicht mehr um die ganze Welt. Das könnte zumindest dazu führen, dass manche Konfliktlösungsmechanismen wieder in Gang kommen. Ich sage mal einfach, dass man zum Beispiel in Syrien sagt, wir machen jetzt doch etwas gemeinsam gegen den IS und gegen Al-Nusra und den Rest müssen die Syrer alleine entscheiden. Das könnte man sich so vorstellen. Aber Steinmeier hat ja neulich gesagt, wir haben noch nie in eine so große Blackbox geguckt wie nach der Wahl. Und so ist es auch im Moment. Das weiß keiner genau. Alle Regierungen haben sich bemüht in den letzten Wochen, als Trump immer näher kam, eine Taskforce einzurichten in ihrem Außenministerium, um Leute zu finden, die Trump kennen und einschätzen können. Die meisten waren erfolglos. Also das wird alles. Ja, wir werden noch ganz schön zu tun haben mit dem. Sie müssen meine Moderationskarten gelesen haben. Ich wollte genau auf die Auswirkungen in den Konflikten Syrien, Irak und dann dürfen wir ja nicht vergessen, es gibt auch noch im Jemen eigentlich einen Bürgerkrieg, über den gar nicht berichtet wird. Man berichtet sehr viel über Syrien. Ja. Es gibt aber den gleichen schlimmen Krieg im Irak, darüber wird auch berichtet, aber über den Stellvertreterkrieg im Jemen wird fast gar nicht berichtet. Mhm. Haben Sie die Hoffnung, dass das jetzt, wenn sich die Beziehungen, wir nehmen das mal an, wenn Sie sagen, die Reaktionen in Russland waren so, das muss ja nicht so sein, zwischen Russland und USA entkrampfen, dass sich das auch auf diese Konflikte in kurzer Zeit positiv auswirkt? Also mir hat ein politischer Kollege in Moskau gesagt, wir haben da so einen Think Tank, da heißt Potsdamer Begegnung und wir haben ja zwei Tage da miteinander diskutiert und hat gesagt, er kann überhaupt keine Vorhersage treffen, außer noch schlechter kann es eigentlich nicht werden. Und von daher war da schon die Hoffnung drin, dass es ein Stückchen besser wird und ich sag mal, man muss das fast hoffen, man muss es wirklich hoffen, weil wir reden jetzt sehr viel über Syrien. Das ist für die Menschen wahrscheinlich wer flüchtet denn? Man flüchtet doch nicht mit Kind und Kegel, weil irgendwie einem eine Laus über die Leber gelaufen ist, sondern weil es nicht mehr geht. Und Sie haben selber gerade gesagt, die Verhältnisse in Libyen, in Jemen, im Irak, sind ja mindestens so, übrigens, was wir schon fast vergessen haben, auch in der Ostukraine ist es für die Menschen, die dort sind. Wir haben neulich den Versuch einer Friedenskonferenz gemacht, wo wir Ukrainer und Russen an einen Tisch geholt haben. Alleine die Findung des Ortes für diese Konferenz war eine monatelange Vorbereitung, weil die Russen wollten nicht in den Ort, die Ukrainer wollten nicht in den Ort. Wir hatten uns dann auf Košice geeinigt in der Slowakei. Ja. Das war beiden am unverdächtigsten und da merkt man, wie weit sich auch diese beiden Brudervölker voneinander entfernt haben. Und die Menschen in der Ostukraine, die da in den Ruinen leben, leben unter ganz üblen Bedingungen. Und deshalb hoffe ich einfach, dass wir nach der Wahl jetzt alle zu uns kommen und dass zumindest diese Konflikte, und wenn es nur darum geht, aus humanitären Gründen für die Menschen dort, dass die eine gewisse Entflechtung und Entkrampfung erfahren und wir irgendwie mal in 2, 3 Monaten oder in 5, 6 Monaten nicht jede Tagesschau-Sendung beginnen müssen mit Meldungen, wo gerade es wieder total kracht praktisch, sondern vielleicht mal mit Meldungen, wo ein Konflikt irgendwie einer Lösung zugeführt wurde. Das wäre schön nicht, für diese Welt. Wäre es nicht auch ein Zeichen, Ukraine-Konflikt haben Sie Gott sei Dank selbst angesprochen,
Bürgerkrieg in der Ostukraine, wäre es nicht auch ein Zeichen, dass man Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit Visum oder auch einfach so, weil sie aus dem Kriegsgebiet fliehen, Sie haben gerade die fürchterlichen Zustände aus der Ukraine beschrieben, in Deutschland aufnimmt? Darüber redet ja noch niemand mal. Ja, nun muss man mal sagen, die meisten Flüchtlinge sind ja schon geflohen. Übrigens, das Typische ist wieder jüngere Leute, die fliehen können, sind gegangen. Wer da noch sitzt, sind sehr viele hilflose, kranke, ältere und so weiter. Ja. Übrigens, auch da wird manchmal vergessen, die Russen haben alleine, die Zahlen schwanken ein bisschen, zwischen 700.000 und 800.000 Flüchtlinge aufgenommen. Das gehört auch zur Realität des Lebens. Und deshalb glaube ich, ist da im Moment nicht der Punkt, ob wir Flüchtlinge aufnehmen, sondern der Punkt ist, diesen Konflikt so zu entschärfen, indem das Minsker Abkommen endlich umgesetzt wird, damit die Menschen da wieder eine Zukunft finden. Aber weil Sie Visa-Problematik gerade angeführt haben, ich sage immer, auch unseren politischen Machern hier in Deutschland, ich würde mir einfach mal einen Ruck geben und Visafreiheit für russische Bürger einführen. Und zwar aus dem Grunde, wir haben eine Entfremdung, die im Moment massiv ist. Wenn wir Visafreiheit einführen würden, würden insbesondere jüngere Leute, Studenten, Auszubildende und viele andere relativ unkompliziert uns besuchen können, was ein unheimlich schwieriges Prozedere im Moment noch ist, könnten sich angucken, wie die Wertesysteme und was weiß ich, was alles ist, wie die nun wirklich aussehen vor Ort. Und wir würden mitnichten, was manche denken, Wladimir Putin einen Gefallen tun, überhaupt nicht. Weil ich glaube, der würde sich über Visafreiheit überhaupt nicht freuen, weil damit für ihn auch ein Risiko verbunden ist. Ja. Und wenn wir mal zu so einem asymmetrischen Schritt in der Lage wären, um wirklich den Menschen in Russland zu sagen, wir haben euch nicht aufgegeben, ihr gehört zu Europa, ihr gehört eigentlich zu uns und wir wollen die Zukunft gemeinsam machen. So einen mutigen Schritt würde ich mir mal wünschen. Dann käme wahrscheinlich Bewegung in die ganze Sache. Matthias Platzes, vielen, vielen, vielen Dank. Das war eigentlich schon ein wunderbares Schlussstatement mit dem großen Thema Russland. Richtig, ich hab ja Gott sei Dank immer meine Uhr. Aber Sie können das so gut ausdrücken, dass man nur sagen kann, wollen Sie nicht einfach weitermachen als Politiker? Als richtiger Politiker in Deutschland, wenn Sie es denn könnten. Denn ich habe im Augenblick den Eindruck, dass uns solche bodenständigen und auch volksverbundenen Politiker mit großem Verantwortungsbewusstsein, Herr Platzek, haben wir heute, glaube ich, herausgearbeitet, bis hin zur persönlichen Aufopferung. Wir haben ja mal das andere Ereignis noch jetzt nicht besprochen. Die brauchen wir vor allen Dingen in den nächsten Jahren. Und ich habe aber beobachtet, dass Sie heute im Unterschied zu unserem Gespräch am 3. November vor der Wahl, vor dieser fürchterlichen Wahl, das Verhältnis zu Russland schon optimistischer gesehen haben. Damals haben Sie mir ganz frei gesagt, Sie sehen im Augenblick, sind Sie da sehr pessimistisch. Also mit so einem optimistischen Ausblick und vielleicht findet sich auch an dem guten Rotwein die EU vielleicht... Gibt es ja auch eine neue Chance für die EU, wenn wir mal nicht mehr am Rockzipfel des großen Bruders so sehr hängen, wie wir das bis jetzt gewöhnt waren. Das war ja auch im Endeffekt, das haben wir heute nicht geschafft, die Initialzündung mal 1985, wo wir dann den großen Bruder nicht mehr so gut fanden. Da gibt es ja schon Parallelen. Und die letzte Frage, Herr Platzek, das habe ich nämlich heute, damit habe ich Sie nicht gepiesackt. Wann trinken wir ein Bier im neuen Flughafen in Schönefeld? Also ich sage mal, selbst wenn man Pessimist ist, kann man sagen, 2018 werden wir das trinken. Da bin ich mir relativ sicher. Nochmal bitte? 2018 werden wir das trinken und wenn wir Glück haben, schon Ende 2017. Dann geben wir uns Mühe, es bis dahin zu schaffen, meine Damen und Herren. Ich bin bei der Abmoderation. Die Verabschiedung kommt noch. Ja, meine Damen und Herren, es bleibt spannend. Ich sehe, Sie haben ganz aufmerksam und sehr ruhig zugehört. Es ist keine Unruhe aufgekommen. Insofern habe ich gedacht, wir machen mal weiter, weil Sie haben so viel zu erzählen. Vielen, vielen Dank, Herr Platzek, dass Sie da waren. Am 26. Januar, meine Damen und Herren, das ist mal gerade in gut 2 Monaten, machen wir weiter mit dem dann 12. Scheunentalk. Und ich sage Ihnen schon mal, wer definitiv zugesagt hat. Wieder SPD. Nein, es kommt der Minister für Bildung, Jugend und Sport, Günter Baske. Es kommt der
stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Andreas Kalbitz. Das wird schon mal ein interessantes Gespräch, was die beiden hier führen können. Es kommt, Sie wissen, wir wollten dranbleiben, aus Cottbuser Sicht, der jetzt schon wieder einige Zeit im Amt befindliche neue aktuelle Geschäftsführer unseres Karl-Diem-Klinikums, Dr. Götz Brodermann. Und wir hoffen, ich habe heute noch mal telefoniert, weil ich Ihnen hier ansagen wollte, vielleicht können Sie da noch irgendwo helfen, dass wir endlich zu dem Thema Lausitz 2030, was wir eigentlich auf dem Schirm haben für Januar, endlich mal Vattenfall-LEAG hier haben, nämlich Herrn Dr. Rendez. Aber ich kann, man arbeitet dran, es ist dort alles sehr schwierig. Die Zusage habe ich noch nicht bekommen. Aber ich habe gesagt, wir warten eigentlich schon anderthalb Jahre drauf, und wie sollen wir Lausitz 2030, unsere Industrie, unsere Kohle, unsere Kraftwerke hier diskutieren, ohne dass der Spiritus Rector, die dies machen, hier ist. Die Grünen, meine Damen und Herren, waren noch nicht hier. Ich wollte Sie jetzt raten lassen, aber ich sage es Ihnen mal. Und ich würde gerne eine grüne Politikerin, dort sind ja die Politikerinnen nun mal in der Mehrzahl, nämlich die einzige Bundestagsabgeordnete des Landes Brandenburg, Frau Baerbock, hier gerne einladen für Januar. Aber dann muss das Konzept dann rund sein, und jetzt drücken Sie uns die Daumen, dass die LEAG zumindest einen Vertreter der Geschäftsführung hier entsenden wird. Es wird dann also wieder das Thema Lausitz 2030 ganz aktuell. Ich bin dabei, mich zu bedanken, meine Damen und Herren. Sie sehen hier unsere Sponsoren, wir wollen sie nennen, bei der Gebäudewirtschaft Cottbus, bei Quattrohaus Wohnresidenz Branitz. Der Geschäftsführer ist hier, Gerd Mielke. Vielen Dank, Gerd, für deine Unterstützung. Und dann natürlich bei denen, die schon immer da sind, Kristallika, Teaserfilm, Niederlausitz aktuell. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unserem Ministerpräsidenten der Herzen, Herr Platzek. Vielen, vielen Dank. Auch ich habe heute viel gelernt. Danke. Ihr Applaus, Herr Platzek.